Immer guckst du nur auf das Ding, nun leg das doch mal weg. Nun leg doch einmal, sei doch mal anwesend hier. Wir sitzen hier alle am Tisch und du guckst nur in dieses Ding wieder rein. Ja, ich muss mich doch auf dem Laufenden halten. Ja, also, ich spreche, die Leute denken wahrscheinlich, ich rede von einem Smartphone, es ging um den Tablettenschieber. Ach so. Von Jakob, wo er wieder drauf startet und da guckt, sehe ich, was wie viel Uhr es ist. Wie viel Uhr haben wir? Genau. Sind jetzt die blauen oder die roten dran? Ja. Upper, Downer. So gestalten wir den Tag. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. In schön, dass Schmidti und ich hier sind oder die ZuhörerInnen? Nee, ich habe das jetzt ja so offiziell formuliert, dass ihr euch in dieser Gala-Moderation, mit der ich das hier gerade eröffnet habe, euch gar nicht angesprochen fühlen könnt. Komm, wir bleiben friedlich, ne? Wir bleiben friedlich. Wir sind das erste Mal seit Jahren gefühlt wieder zu dritt hier im Raum. Ja. An einem Tisch. In meinen Gammelraum. Na, wir sind in Klaas sein Gammelbüro, ja. Ja. Genau, sonst waren wir immer im feinen Studio, genau. Aber das gilt nicht, weil das hier ist, ne, wie man so sagt, das finde ich nicht so schön, aber das hat Patina hier. Genau. Das und hat Pfeife. Patina, das sagt man, wenn alles dreckig ist und so, ne, wenn so ein Wasserhahn schon vor so Wasserflecken nur so strotzt und in acht verschiedene Richtungen reflektiert, dann hat der Patina. Das ist das neue Wort für versifft. Genau. Ne? Früher haben wir gesagt, versifft, widerwärtig und eklig. Heute linksgrün patinierte Jugend. Ah ja, ja, kann man auch sagen. Ja, könnte man sagen jetzt. Also vielleicht für so ein paar Rechte, die sich mit ihren eigenen Wortkreationen jetzt schon langweilen, weil sie immer dasselbe sagen, könnt ihr jetzt praktisch statt versifft, könnt ihr jetzt patiniert sagen. Ist insofern auch ganz gut, weil links das ein bisschen patinierte. Links patinierte. Ah, sehr gut. Linksgrün patinierte. Mhm. Ja, es wäre doch nicht schlecht. Und das Gute ist bei uns, das durchbricht so ein bisschen überhaupt die rechte Kommunikation im Internet, weil bei solchen Wörtern, da steigt also 80% der Gefolgschaft aus. Ja. Sagen sie, weiß ich nicht, was redet er? Da gucke ich wieder einen Film. Hier, Pfeifer hat auch wieder Bock zu arbeiten. Der hat sich 3 Wochen Zeit genommen, hier unser Tonpfeifer. Mhm. Gib ihm doch mal das Mikrofon, erzähl doch mal, wie das war da mit deiner Krankheit. Ja, war nicht schön zu Hause zu sitzen. Hattest Corona, ne? Ja. Jo, nimm das Mikro wieder weg. Ja, du bist ja auch richtig ein spritziger Typ manchmal. Plaudertasche. Ja, kommt das denn, wo holst du das nur her, Pfeife? Ja, wenn man einen Ass aus dem Ärmel ziehen soll, ne, dann muss man erstmal auch einen Ärmel haben, ne? Unser Zirkuspferd, ey. Wie Rudi Carrell schon sagte. Ich habe ganz viele Fragen, die werde ich heute alle noch abschließen. Ich habe wirklich ein paar Fragen auch an dich, Thomas. Du musst mich wieder einführen in so Subkulturen, von denen ich keine Ahnung haben kann. Ja. Wegen Zeit und aber auch Fertigkeit. Aber dazu kommen wir gleich. Ich muss auch heute was Unangenehmes noch ansprechen. Dir gegenüber, Klausi. Mir gegenüber? Ja. Hast du was gemacht? Musst du was beichten? So klingt das. Nee. Ach so, du musst mich kritisieren. Ich muss da mal noch was fragen. Okay, gut. Also, wir haben ein Foreshadowing Richtung Cringe. Ja. Oder was? Nee, also es ist, so müssen wir mal besprechen. Komm, lass jetzt machen. Fragen an den Prominenten. Wo ist der Kircher? Das muss aber gepiept werden, das Wort. Klausi, nee, meine ganze Veranda ist versifft, patiniert ist die. Mit so einem grünen Siff ist sie patiniert. Ja, Moos. Und wir haben mal so hier netterweise so ein Gerät bekommen, mit dem man das so wegballern kann. Mhm. Ne? Da habe ich Schmidti gestern gefragt, ey Schmidti, wie schätzt du das ein? Werden wir dieses Gerät, mit dem man sowas mit so einem Wasserstrahl wegfriemeln kann, was bei Klaas ihm sein Haus irgendwo ist, ne? Werden wir das jemals wiedersehen? Ja. Und dann hat Schmidti gesagt, ne, hast du vergessen, das ist Wäsch, halt's ab, gehst du zum Baumarkt, leist das Ding aus, zahlst du einmalig und dann hast du nicht für 300 Euro die Scheiße im Keller stehen. Dann hat er gesagt, ja gut, so wird's sein. Also ich, deswegen ist meine Frage, ja, muss jetzt ein bisschen wo ist zu das, kriegst du das und so? Wo ist das, kriege ich das, ist das noch ganz? Das ist ja ZuschauerInnen an die Hand nehmen, ne? Faktencheck. Wollte ich auch machen. Faktencheck. Ja. Uns wurde ein Düsenstrahlgerät zugeschickt. Gerät. Und da stand auf der Adresse für Baywatch Berlin. Ich glaube sogar für Schmidti, Jakob und Klaas. Hier, piept wohl und einer euch. Hat in seiner Selbstwahrnehmung doch. Gedacht, ach, das für ist mich. Für mich. Weil ich bin ja hier der Prominente. Seid ja. ihr vom wilden Affen gebissen? Es war komplett anders. Es war so, dass ich brauchte einen Kercher. Ich habe ja sogar schon einen. Ja, wir auch. So, ja, warte doch jetzt mal ab. Du lass ihn mal seine Lügen erzählen. Framing. Was du alles brauchst, ist mir doch egal. Also ich will ja nur den Hergang der tatsächlichen Bestellung mal
Objektiv, ne? Ja, skizzieren. Ja. Und das war so, ich habe einen Kelch, aber irgendwas ist damit und irgendwie ging der nicht so. Und dann habe ich hier erzählt, wie wäre es denn, wenn ich einen neuen kriege? Und dann wurde mir tatsächlich ein neuer zugeschickt. Der hat jetzt auch so ein kleines Display. Ist offenbar besser als der alte, weil der hat ja ein Display. Es geht da ja gar nicht um so, also ich muss den jetzt gar nicht so unbedingt ans Internet anschließen jetzt in meiner Wahrnehmung, weil ich will damit ja bloß irgendwelche Platten sauber schießen, ne? Ja. Und das kriege ich damit auch gut hin. Ich habe den bei mir. Natürlich war der für mich gedacht, weil ich hatte ihn auch bestellt, aber ich bin vollkommen fein damit. Wie bestellt? Stopp. Moment. Wie bestellt? Ich habe den hier bestellt. In der Sendung oder was? Ja. Ich habe ja davon gesprochen, habe gesagt, ich will den haben und dann kam der. Also ich glaube, ich habe erzählt, dass ich einen Kärcher mir ausgeliehen habe. Ja, das glaube ich auch. Also dann habe ich den bestellt. Gesagt, Mensch, sowas bräuchte ich auch mal. Ja, das ist die Bestellung. So, das ist die Bestellung. Es gibt ja. auch, guck mal, es gibt doch dieses Buch, das ist eine philosophische Herangehensweise an die eigene selbsterfüllende Prophezeiung, weißt du so. Eigentlich ist es praktisch wie Gläserrücken, ne? Alle nehmen Finger an so ein Glas, am Ende bewegt sich das. Und keiner will es gewesen sein, weil jeder so ein bisschen doch was macht unterbewusst. Und so ist auch bei Bestellungen beim Universum, da denkt man also ganz positiv daran, dass irgendwas passiert und dann macht man wahrscheinlich unterbewusst, stellt man dann doch im echten Leben die Weichen und manchmal passiert dann was und man hat das Gefühl, es wurde einem geschenkt, aber irgendwie hat man sich in die Richtung entwickelt. Ja? Ich mache sowas auch, aber mir heißt es nicht Bestellung beim Universum, sondern Bestellung im Podcast. Ich spreche was aus, meine Wünsche und hoffe, dass dann einer irgendwo in einem Lager von einer Firma denkt, ah ja, okay, und das in einen Karton macht, Briefmarke drauf und zu mir schickt. Und so insofern hat das für mich was philosophisch-spirituelles, ja, dieser ist Vorgang. Ja, also für es ist gar nicht passiert. Und was redest du hier? Du hast bestellt, wir haben alle drei gesagt, dass das ein gutes Gerät ist, ja, was wir uns gut zu Hause vorstellen können. Ja, es kommt für uns ein Gemeinschaftsgerät. Ja, du nimmst es an Tag 1. Wir mahnen noch an, dass du eventuell das irgendwie verschleppst, das Ding, und verschlammst und mit dem nächsten Auto irgendwo ablegst. Du machst ein Bild von dem Gerät mit der aktuellen Bildzeitung, dass wir wissen, dass es dem Gerät gut geht und wo das Gerät ist. Verschleppen. Als wenn ich du hast das verschleppt wie die Wallatz. Wie die Wallatz? Sag mal, die Wallatz. Also ich habe den doch nicht im Dschungel bei Brot und Wasser, halte ich doch nicht den Kercher gefangen. Seid ihr verrückt? Also können wir davon ausgehen, dass Jakob den Kärcher jetzt als nächstes kriegt und danach ich? Ja, also ihr hättet auch ganz normal fragen können ohne dieses Tribunal hier. Oh, Moment. Ich war eben mit ihm, war ich noch draußen, Sonnenstrahlen genießen. Ne? Da kam Tim Sproten an und da habe ich das schon mal angemerkt. Das ist schon angemerkt? Ja, habe ich gesagt, so der Kärcher, es wird so gemunkelt, der könnte vielleicht gar nicht ankommen. So, weißt du noch, wo der ist? Und dann meinte, weil Tim Sproten dabei war, meinte er, da haben die zwei Clowns da, da kam so ein Kärcher an, ne? Und da denken die, ja, an wen könnte das übergehen? Es wäre ein Gemeinschaftsprodukt. Nein, es geht natürlich an den Prominenten hier. Da hat er das wahre Gesicht. Und jetzt macht er hier irgendwie, naja, von Spiritualität hast du sogar geredet. Ne? Ja, sicher, klar. Also wann kriegen wir das Ding? Ja. Es gibt da immer diese Prominenten, die irgendwann verrückt werden. Stehen die Sterne gut für den Kärcher? Weißt du, wenn du Kapitalismus als Promi durchgespielt hast, dahinter kommt nur noch ganz hohle, dumme Spiritualität. Da passiert gar nichts mehr. Da sitzt du dann nur noch da so barfuß auf deiner Veranda und machst Yoga. Das ist praktisch, eigentlich ist es eine Verhöhnung des durchgespielten kommerziellen Wesens, was ich eigentlich habe, ist dann zur Spiritualität zu finden. Einfach so als nächste Eskalationsstufe meiner Dummheit bin ich jetzt spirituell. Ja, vielleicht kannst du vorher noch in die Sterne gucken, wann der Kärcher denn mal wieder da ist. Dann gucken wir mal. Wenn die Sterne günstig stehen, dann also ihr könnt einfach fragen, wann ihr es haben wollt und wenn es mir wieder zurückgibt und es nicht kaputt ist, dann gibt es auch keinen Stress. Ich würde den gern zum Wochenende haben. Ja, ist mir egal. Kann ich nicht. Wir können eine wirkungsvolle Drohung aussprechen, Schmitty. Wir beide, wir brauchen ja das Gerät, ne? Mhm. Und heutzutage geht eigentlich nur noch was, wenn wir praktisch in der Erziehung, würde man sagen, wenn dann. Wenn das Gerät nicht kommt, dann gehen Schmitty und ich zum RTL-Turm springen. So. Und blamieren dich. Oh. Einerseits mit unseren Körpern blamieren wir dich, aber auch mit unserer Leistung. Und dann suchen wir da das Licht und die Mikrofone. Und dann geht's los. Die haben uns eingeladen. Oh ne, das lassen wir. Okay, wann braucht ihr einen Cake? Am Freitag. Ja, okay. Ich bringe ihn dir vorbei. Nein, du fährst jetzt nach München. Du lügst jetzt schon. Ja, ich habe gesagt, ich kann nicht.
Muss euch von einem teuflischen Plan abbringen. Muss nach München. Muss ich vom teuflischen Plan abbringen. Der ist ja jetzt auch nicht bei dir in dem einen Heim, ne? Das ist woanders, ne? Heim? Ich wohne nicht im Heim. Nein, also du wohnst ja an verschiedenen Orten, ne? Der ist so beim weit wecken Ort, ne? Deswegen ist nur mein Name in manche Klamotten eingenäht, damit das nicht mit Jokuszeug durcheinander kommt. Das ist nicht wegen Heim. Okay? Nur weil mein Name in meinen Klamotten drin steht, heißt ja. Das nicht, dass ich in eine Einrichtung wohne. Okay. Okay? Aber das ist doch jetzt gar nicht in deinem Hauptwohnsitz, ne? Da ist er ja nicht, ne? Ist nicht in meinem Hauptwohnsitz, nein. Okay. Ich will wissen, wann ich den kriege. Wie? Also jetzt ist es schön draußen. Ich will jetzt auf der Veranda und da ist der grüne Siff. Grüne Patina. Ja. Mag ich nicht drauf gucken. Ja, ist auch in Ordnung. Dann nimmst du vielleicht mal einen Lappen. Andere Leute. So, jetzt haben wir wirklich ziemlich lange darüber gesprochen. Ja. Das muss man sagen. Ich weiß nicht, mir ist wieder eine Sache aufgefallen, die ziemlich deutsch ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe, weil ich das schon mal beobachtet habe. Und jetzt habe ich sie wieder beobachtet und ich habe wirklich meine helle Freude wieder dran gehabt, weil das etwas ist, wo ich wirklich glaube, dass das deutsch ist. Ich weiß nicht, ob ich den Vorgang hier schon mal erzählt habe, nachdem ich das erste Mal gesehen habe. Jetzt ist es mir nochmal aufgefallen. Ich musste warten im Auto und habe so auf die Straße gestarrt und habe so die Leute, die so vorbeilaufen, habe ich mir angeguckt. Und es ist ja so, wenn man einen Hund hat, der auf die Straße scheißt, dann muss man die Kacke wegmachen. Ja. Mhm. Ne? So, und das heißt, jeder Hundebesitzer hat so eine kleine Tüte dabei oder so ein Handschuh oder so. Und dann greift man also in die Scheiße und dreht den so um und dann hat man so ein Beutelchen, das kommt dann im Mülleimer. Und das ist auch gut. Ist ja deutsch und so, ne? Alles ist ordentlich und man tritt da nicht rein. Finde ich gut, ne? Und es gibt, glaube ich, auch Leute, die das auch nur machen, weil sie unter sozialer Kontrolle stehen. Die machen das, weil andere Leute an der Ecke stehen und sagen, guck mal, jetzt scheiß dein Hund dahin, wollen wir mal sehen, ob er es wegmacht. Ich glaube, man muss es auch machen, ne? Das ist, glaube ich, man macht das jetzt nicht, weil einem selber so viel dran gelegen ist, dass dieser Bürgersteig sauber bleibt, sondern man macht das, weil man weiß, da hinten steht einer und wenn der jetzt sieht, dass mein Hund hier hinscheißt, ich es nicht wegmache, dann gibt es vielleicht eine soziale Situation, auf die ich keinen Bock habe. Und dann von weiter weg sieht man ja aber nicht die genaue Situation. Jetzt habe ich gesehen, wie ein Hund da hingemacht hat, aber extrem Dünnpfiff hatte. Oh. Extrem Dünnpfiff. Also der Hund hat wirklich rausgesprüht. Mm. Der hat richtig eine Fließwurst. Einen richtig dünnen Günther hinten ausgeschieden. Und dann hatte der Mann aber schon der wusste das nicht, ne? Der hatte schon im Anschlag die Tüte. Und jetzt waren also viele Leute weit weg. Man sah, der Hund war in der Kackstellung und hatte das fertig gemacht. Man hat jetzt aber natürlich nicht genau gesehen, was ist los. Man würde aber sehen, wenn er jetzt nichts macht. Ja. Ich war näher dran, habe ich gesagt, so, wie geht er jetzt mit der Situation um? Ja. Was macht der ordentliche Deutsche? Er fasst mit der Tüte, macht er die eine Sache, die nicht möglich ist. Ja, also das ist wie Suppe mit einer Gabel essen. Es geht nicht. Er fasst mit der Tüte in das Scheißewasser von dem Hund und tut so, als würde er praktisch einfach nur der Vernunft willen, um guten Willen zu zeigen. Ein bisschen was noch aufzuheben und es reinzutun. Also er hat den kompletten Vorgang gemacht und dabei praktisch nichts geändert. Einfach nur, damit er den Zuschauenden von 10, 15 Meter Entfernung zeigt, ich hab's probiert, Leute. Ja. Bitte nicht die Polizei rufen. Ich bin auch ein Bürger, der das will. Der braucht einen Kercher, Leute. Aber, nicht ihr. Aber weißt du, wo sowas auch passiert, wenn da im Supermarkt zum Beispiel so ein Joghurtglas runterfällt, ne? Und dann macht es so Platsch und dann ist der Joghurt überall in die Scherben. Und das ist ja so, man hat ja im Supermarkt gar nicht das Werkzeug, nicht mal diesen Hundebeutel. Man hat nicht die Tücher und man hat keinen Besen und so, ne? Dann alarmiert man jemanden im nächsten Gang, der da arbeitet und dann bückt man sich und fummelt auch so ein bisschen. Wartet, bis der endlich sagt, lassen Sie mal. Genau, aber bückt sich so lange und fummelt auch so ein bisschen in den Scherben und im Joghurt so rum mit den blanken Händen und schneidet sich noch so in die Hand, bis der sagt, ich hab doch hier den Dings und so, ja, und dann fuchtelt man noch so, kurz macht man so einen Tanz in der Hocke, bis der sagt, ich mach das schon. Ne? Ja, genau. Dann sagt man noch, ich zahle das auch. Dann weiß man, dass sie dann sagen, ist egal. Ne? Ja, sicher. Ja, das wäre aber auch frech. Boah, wenn die dann sagen, man muss das zahlen. Ne, wenn die einem die Scherbe mitgeben, wo der Strichcode drauf ist, sag, okay, dann nehmen sie den mal mit zur Kasse. Furchtbar. Ja, das stimmt. Ja, dass man macht oft Sachen in Andeutung. In dem Fall hat das ja richtig durchgezogen. Es war praktisch eine pantomimische Aufführung von Scheiße wegmachen. Aber oft macht man Dinge in Andeutung. Meistens ist ja mit Bezahlen so, ne? Dass man praktisch so den pantomimischen Griff zum Portemonnaie. Mein Portemonnaie ist zum Beispiel nie da, wo man es erwartet. Das heißt, wenn ich Bezahlen andeuten will, muss ich praktisch da hingreifen, wo mein Portemonnaie gar nicht ist.
Ah, verstehe. Ne, ich deute das Zahlen an, dass ein anderer dann sagt, halt, stopp, ich mach. Ja. Ne? Wenn ich weiß, eigentlich bist du dran, dann deute ich an, aber ich weiß schon, dass das nicht so sein wird. Also deute ich nicht mal die richtige Tasche an, wo mein Portemonnaie ist. Ich kriege einen Herzinfarkt. Wieso? Ich deute weil ich da die genau an. Diese Geste sehe ich jeden zweiten Mittag, wenn wir zum Dönermann jeden laufen. Jeden zweiten, nicht jeden. Dem anderen, da bezahle ich. Aber jeden zweiten, da deute ich an. Aber ich habe natürlich wie oft hast du denn bei dem Andeuten deine Geldbörse irgendwie in der Jacke stecken? Ich habe die meist gar nicht mit. Ich bezahle oft mit dem Smartphone. Aber die ich habe oft gar kein Portemonnaie mit, aber ich deute mein Portemonnaie da hinten in der Gesäßtasche an, wo Herren das haben. Mein Vater hatte das früher da. Damit du siehst, er will bezahlen und dann schlägt der Saarländer durch und du sagst, komm Junge, lass gut sein, die Pommes gehen auf mich. Ich bin schockiert. Ja, das ist ja okay, aber wir wollten ja was lernen übereinander. So, Hasse. Du hattest noch irgendeine Frage. Ja. Was ist Elden Ring? Oh. Ja, das weiß ich auch nicht, was das ist. Ich habe mich auch gefragt. Na, ja. Weil das ist, also darf ich erst, lass mich framen, bevor es losgeht. ich habe irgendwie gesehen auf irgendeinem deiner zahlreichen, weiß nicht, war es dein Twitch-Account, ich bin mir nicht sicher, irgendwo im Social Media, hast du was mit Elden Ring geschrieben, ne? Du bist ein Elden Ring-Player und so. Und dann habe ich mir mal so ein paar Screenshots angeguckt. Das sind irgendwie so mangahafte Zauberer mit Schwertern in der Hand, ne? Die da irgendwo vermutlich wie bei Zelda oder wie bei, wie heißt das, wo man die Gilden hat? Wo flüchtet Schmidti dann andere Welten? Was ist das, wo Bushido nachts um 3:30 aufsteht, weil es Feenstaub gibt? WoW? Ja, genau, World of Warcraft, wo man mit seiner Gilde da durch den Wald zieht und Met trinkt in der Schenke oder ich bin mir unsicher. Und Elden Ring sah für mich so aus. Es ist vermutlich ein Browser-Game. Das sind so Werbungen, die kommen nach zum. Das sind alles Worte, der passt ja. Das ist ja. Ja, aber weißt du denn, warum? Das ist mir auch interessant. Wieso willst du jetzt unbedingt sagen, was es ist, obwohl du offensichtlich ja eigentlich zum Ausdruck willst, dass du gar nicht weißt? Warum musst du jetzt ganz viel so antippen, was es sein könnte? Ich will mich erstmal wieder als Mittelaltermann darstellen. Da bin ich Moment mal, wir müssen es ordnen. Da bin ich voll dabei. Also da gerne. Was ist Schmidti am Gaukeln? In welche Welten flüchtet er sich? Was trägt er dabei, hat er überhaupt was an und was gibt es da an Zubehör? Das will ich auch alles wissen, bin ich dabei. Ja, voll. Ich möchte nur, dass du sagst, ich weiß nicht, was das ist und dann fragen wir ihn. Ja, aber ich will ja nicht, dass er sofort mit der Info, das ist ja mit der Wahrheit rauskommt. Genau. Ja. Also ich will erstmal auch zeigen, wo stehe ich und so und wie werdet ihr Eldring-Spieler von normalen Leuten wie mir wahrgenommen? Und jetzt eine Ahnung cool hat, und sexy natürlich. Was es eigentlich ist. Genau. Seid ihr cool und sexy oder seid ihr verträumt und eigensinnig? Ja. Was ist das für ein neues, cooles Game am Incel-Himmel? Was kann man da erleben? Es fällt jetzt so schwer. Also so, soll ich euch das jetzt wirklich erklären? Oder soll ich euch sag so mitspielen? Sag die Story. Soll ich da sagen? Was ist man für einer? Wenn man da spielt, hat man dann Bock, mit so einem Samurai-Schwert durch die Wälder zu tigern, um dann irgendwie da Leuten nachzustellen? Game of Thrones sagt euch was, ne? Ja. Ja, mit Drachen und Feuer. Mit Drachen und Feuer, genau. Und von dem Autor, der hat an diesem Spiel mitentwickelt. George R. R. Martin. Ah, okay. Aha. So, und es ist das große. Der ist mal gut, tatsächlich. Ja, das große heiße Ding auf der PlayStation 5 aktuell. Ach so. Ich dachte, das ist so ein Handy-Gedaddel wie so ein Wördel und Nein. Wie der Mist. So, und mein Ding, ich hab mir vor einem Jahr die PlayStation 5 da irgendwie gekauft. Ja, und seitdem ist die daumendick eingesifft, patiniert. Muss man mit dem Kärcher weil sie drüber. Einfach nie benutzt wurde. Ne? Wirklich, habe zwei Tage gespielt irgendwie und dann stand das Ding in der Ecke. Und jetzt dachte ich mir, jetzt kommt dieses Spiel und das ist in aller Munde, das ist bei den Gamern gerade das Ding und das holst du dir. Und das war sehr, sehr blauäugig. Ich habe mich da nicht so richtig informiert, was das genau ist. Und man muss sagen, das Thema hat Sprengkraft. Das ist aktuell wirklich, wird sehr heiß diskutiert, weil. Moment, können wir an dieser Stelle jetzt sofort spontan eine neue Rubrik machen, nämlich Schmidtis Gaming-Ecke? Datteln, fummeln, ausprobieren. Ja. Datteln, fummeln, ausprobieren. Schmidtis Gaming-Ecke. Ja, okay, komm. Schmidtis Dattelklausel. Ja. Können wir das so nennen, bitte? Ja. Sorry, nochmal neun, Opener, bitte. Schmidtis, warte. Jetzt geht's los! Schmidtis Dattelklausel. Jetzt geht's los!
Naja, ich dachte blauäugig, Mensch, das ist ja das Beste von Game of Thrones plus so Zelda-Spiele. Also das heißt, ne? Du guckst mich so hilfesuchend an, hör auf. Ich habe keinen Schimmer, was du da fahrst. Zelda, kennst du ja, doch. Ja, Zelda habe ich mal gehört. Ja. So, also man läuft da rum, man entwickelt den Charakter da weiter, da gibt es da noch ein bisschen Mana und diese. Ja, das sind diese Waffeln, ne? Genau, die Waffeln. Mana-Waffeln. So ja. Dachte ich, ne? Ja. Dann levelt man sich da ein bisschen hoch und dann kloppt man die Gegner kaputt und geht dann heim. Ne? Ja. So. In Wirklichkeit, und das hätte ich wissen müssen, wenn ich mich ein bisschen informiert hätte, ist diese Spielefirma, und das ist fast so eine Reihe von Spielen, die ist dafür bekannt, dass sie die schwersten Spiele auf den Markt rausbringt. Ja. Und der Reiz für Hardcore-Gamer liegt darin, dass das Spiel fast unschaffbar ist und man sich über stundenlanges Üben und irgendwie entwickeln, da irgendwann mal den ersten Endboss schafft. Und ich bin da in was reingeraten und ich kaufe dieses Spiel, ich leg los, nach 10 Sekunden tot. Und dann hab ich gesagt, was jetzt? So, und dann habe ich wirklich, ich hatte jetzt das Wochenende gut Luft. Und hab gedacht, jetzt machst du mal ein Gamer-Wochenende, ne? Und ich Gamer-Wochenende. Hast du dir da dein LED-Licht zu Hause angeschmissen? Dann hast du dir deine 1,5 Liter Cola-Flasche geholt und eine richtige Familienpackung Flips noch. Meine Eistee. Hast du dann Curry King und deinen PC-Tower aus dem Golf 2 geholt? Und dann hast du so dann zwischendurch mal 2 Stunden unterm Schreibtisch geschlafen und dann weiter geht's und Zähne putzen dann halt Montag? Ja. Ja, wirklich. Also so hatte ich es mir auch vorgenommen und ich wollte dann das schaffen. Ich wollte irgendwie da durchkommen und ich habe wirklich, ich glaube, 10 Stunden gestern gespielt, ohne Scheiß. Echt? Ja. Und ich gucke dann auf dieses... Klar, sieht auch richtig entsetzt aus. Ja. Ne? Ich habe gerade gesehen, wie du Schmitti beim Zuhören beobachtet hast. Nee, ich habe da auf die Vorhänge zugezogen, weil es war doch recht sonnig draußen. Ja. Hast du so, sag mal ehrlich, das meine ich jetzt nicht böse, aber hast du so richtig gemufft? Nee, das kann ich nicht sagen. Nee, ich habe ganz, ganz ordentlich. Aber es war schon so ein Flashback in die vergangenen Tage. Hast du so mit so einer schlechten Rückenhaltung so verkrampft auch da gesessen, weil es so spannend war? Hast mit du so einer schwitzigen Hand? Bist du Typ für Daddelzunge raus? Hast du so die Daddelzunge? Hast du die so? Ich habe das jetzt gerade, das können die Zuhörer ja, natürlich stimmt. Nicht mitkriegen. Haben die gar nicht gesehen. Haben die nicht gesehen, aber ich habe jetzt gerade so getan, wenn man so die Daddelzunge rausmacht, ne? Ja, so zwischen Parkplatzsex und Daddeln, so weit war die Zunge raus. Genau, wenn die Zunge so rausmacht, so. Ja. Und dann war der Daddel. Ja. Fertig? Ja, fertig, meine Vorführung bin ich fertig. Krass, Schmitti, aber ich bin irgendwie, einerseits bewundere ich dich und andererseits bin ich auch so ein bisschen angeekelt. Nein, also was ich sagen wollte, es war dann auch so, weil man das ja einfach nicht schafft, wenn man nicht wirklich wie so ein 16-Jähriger stundenlang wirklich man über Wochen Zeit hat. Man hat die Ausdauer nicht mehr, ne? So, und das lebt davon, dass du halt andauernd stirbst. Also das heißt, du triffst auf einen Gegner, der sticht dich und beim ersten Schlag bist du tot. So fängst du wieder an. Und der Reiz vom Spiel besteht darin, dass du mit jedem Tod wieder lernst, wie es besser gehen könnte. Und irgendwann bist du 300 Mal gestorben und hast dann aber raus, wie du dich bewegen musst, um den zu kriegen. Das ist der Reiz für Hardcore-Gamer bei diesem Spiel. Und ich habe wirklich da gezockt, so viel, ich habe seit ich 16 bin nicht mehr so lange gezockt. Und am Ende gucke ich da auf das Resümee, dann steht da, ich habe erreicht von der Spielwelt 0%. 0%. Ich bin für 10 Stunden. Ja, ich bin wahrscheinlich dort, also noch kurz vorm Vorspann bin ich noch irgendwo von dem Spiel. Bist irgendwo im Tutorial hängen geblieben. Und ich habe es auch so gemacht, dass ich auch wirklich, teilweise musste ich anhalten und habe bei YouTube geguckt. Ist das Schummeln eigentlich heutzutage? Ja, so informieren, dass ich mal gucken, wie die Gegner erledigen, die es können. Jetzt halt mal, das will ich aber wissen jetzt. Ist das Schummeln? Naja, das ist jetzt, wir tun das jetzt. Das ist ja früher, wenn man einen sogenannten Cheat genommen hat, dann war das Schummeln. Ne? Das hat man nicht gemacht. Seinen Freunden nicht verraten. Nein, aber du hast vielleicht, man hat vielleicht. Oder aber man hatte solche ein Lösungsbuch, Hefte. Genau. Lösungsbuch, ja, aber das war Schummeln früher. Das war also, Schummeln. Ja, pass auf. Das ist doch, ich meine, das ist ein Lösungsbuch. Du redest gerade jetzt, also das weiß ja sogar ich, du redest gerade über eine komplette Kultur, dass man praktisch da Leuten beim Spielen dazu guckt. Ja. Let's Play. So, das ist ja das. Klar. So, also das kann ja, also du tust so, als wär's. Ich weiß noch, für alle Leute, die zu Hause noch Doom installiert haben auf dem PC, kennt ihr das noch? Ja. Ich kenne noch alle. Ich glaube, wir haben es sogar hier auch schon mal durchgegeben, aber es kann nicht schaden, es nochmal zu machen. IDDQD. Ist unverwundbar. IDC, LEV und dann Welt und Level, da kann man springen. Und IDKFA, alle Waffen. Das packen wir doch mal in die Shownotes, ne? Ja.
Für alle, die Doom, schon, aber ja, das waren die guten alten Zeiten, aus denen bin ich auch erwachsen, ne? Das war so die Komplexität von so Spielen. Ja. Und heute, das kann man sich gar nicht, man kann es sich nicht vorstellen, wie komplex diese Spiele sind. Meinst du, man muss individuell mehr können dafür? Nee, ich erinnere mich, früher habe ich mit Tekken habe ich wahnsinnig viel Zeit investiert da drin. Ne? Ja. Und dann konnte man das auch. Und da hat man natürlich jeden Anfänger platt gemacht. Und so ist es hier halt auch. Nur man hat jetzt die Zeit nicht mehr. Ja. Und ich habe dann wirklich, ich habe fast Depressionen gekriegt. Ja. Aber dann hat mir ein Tweet weitergeholfen. Ich habe ja geschrieben, ich bin der schlechteste Elden Ring Player der Welt. Und da hat einer geschrieben, und das, damit kann ich leben. Der hat geschrieben, wenn man nicht gerade 16 ist und in Elden Ring gut ist, dann ist man ein Idiot. Das verstehe ich nicht. Also entweder du bist 16 Jahre alt oder du bist super schlecht in dem Spiel oder du bist ein Idiot. Weil du kannst dieses Spiel, du kannst nicht so viel Zeit investieren, um dieses Spiel zu können, wenn du ein normales Leben hast. Ach so, das heißt also, du müsstest praktisch alles andere in deinem Leben, müsste auf Idiot eingestellt sein, damit du, deine ganze Lebenskraft dahin entwickelst. Als 16-Jähriger oder was weiß ich, da ist es ja egal, weil du eh nichts zu tun hast. Das heißt, man kann das also dann machen. Und ob man jetzt nun sich dann daddelt man an sich oder an der PlayStation 32 Bacardi Breeza reinrömert oder da spielt, ist ja nun also lebensqualitativ vergleichbar. Ja. Wir müssen es akzeptieren, wir sind Mario Kart. Mehr geht nicht. Ja. So ein Ding, was man so eine Stunde zocken kann und gut ist. Aber ich war mal eine Koryphäe bei FIFA, aber jetzt habe ich auch seit 2 Jahren nicht mehr gespielt, wahrscheinlich habe ich alles verlernt. Ich kann mich an einmal erinnern in meinem Leben, wo ich in der Schule saß und dachte, boah, gleich fährst du nach Hause und wird gezockt. Oh ja, das Gefühl kenne ich ganz genau. Ja, und dann dachte ich mir auch wirklich, da habe ich dann auch, wusste ich, der Tag wird gleich enden hier, also so der aktive Teil, ne, wo ich noch Teil dieser Welt bin. Und ich werde mich gleich hinsetzen und dann werde ich James Bond GoldenEye spielen bis zur Verblödung. Ja. Und das habe ich dann auch getan. Und auf dem Skill-Level komme ich klar. Und wenn jetzt irgendeiner da draußen ist und sagt, hier, guck mal, für euch mit 60er, da habe ich dann noch ein Spiel, was euch an eure Jugend erinnert, was ungefähr so ist wie das, was ich gerade gesagt habe. Und auch so, wo man so ungefähr das können muss und was auch in diesem Realismus irgendwie so eines Geheimagenten und so Spaß macht, dann sagt mir das mal, weil ich habe manchmal sitze ich da, manchmal sitze ich da und manchmal habe ich so Bock, mir irgendwelchen Mist zu kaufen. Und dann fällt mir immer nichts ein. Ja. Ist ganz oft so, dass ich da sitze und denke, was könnte ich mir denn jetzt kaufen, was nicht zu teuer ist, aber was mir trotzdem irgendwie so Bock macht. Und dann fällt mir nichts ein. Meistens kaufe ich mir eine neue Sonnenbrille und dann verliere ich den nächsten Tag. Aber das Problem ist wirklich, was Schmitti sagt. Und das wird dir egal mit welchem Spiel so gehen. Ich weiß nicht, irgendwie vor ein paar Jahren, da war auf einmal Heavy Rain, war das Spiel, ne? Da habe ich mich da auch drauf gefreut und dann da so 3 Stunden rum, mich da so verloren und dann habe ich auch keine Zeit mehr gehabt und dann ist alles wieder. Guck mal, wenn man jetzt Filme guckt aus den, keine Ahnung, aus den 50ern, aus den 60ern, also, da merkt man ja, was das für einen Schnittrhythmus hat. Also alle halbe Stunde ist da mal gefühlt ein Schnitt. Und heute, guck dir mal Fast and the Furious an, ne? Da sind 300 Schnitte pro Sekunde gefühlt. Und ich glaube, so ist die Entwicklung auch bei Games. Also wir kommen, so leid es mir tut, unser Hirn ist anders erzogen. Das kommt da gar nicht mehr mit. Ja, das stimmt. Bei Filmen fällt mir das auch oft auf, dass zum Beispiel auch viele Handlungsstränge gar nicht mehr miterzählt werden. Ne? Also wenn jetzt in einem Film irgendwo hinfährt, dann sagt er, ich fahre dahin, dann ist er da. In alten Filmen fahren die dann dahin. So, und man denkt, warum muss ich jetzt auch dahin fahren? Oh, Ausfahrt verpasst, jetzt muss er nochmal drehen. Ja, und dann heißt es, oder es gibt auch manchmal so, gerade beim Tatort ist das oft so, ist dann so ein Name von irgendwem, der in der Handlung jetzt wichtig ist, so eingehämmert werden soll. Und dann wird so 500 Mal dieser Name gesagt, dann wird das Klingelschild nochmal abgefilmt. Dann sagen die, oh, jetzt sind wir hier bei dem und dem und so. Ne? Und das ist natürlich genau. Diese Konditionierung ist jetzt mittlerweile eine andere. Da habe ich was für euch, das kann euch jeden Film versauen, jede Serie versauen. Wenn euch das auch, ich haus euch trotzdem raus. Ja. Wegen Weglassen. Ne? Wenn ihr einmal dahinter gekommen seid, dass in einem Film und Serie es nicht einmal in 100 Jahren Filmgeschichte vorgekommen ist, dass sich jemand beim Telefonieren verabschiedet, dann wird euch das wahnsinnig machen. Die haben da die emotionalsten Telefonate und sagen dann irgendwann, klappen das Handy zu oder legen den Hörer auf. Ja. Die sagen nie, okay, ja gut, dann du, ich melde mich morgen nochmal oder lass uns doch mal treffen. Ich muss los. Ja. Du, ich würde wirklich gerne plaudern, aber ich muss jetzt leider, ne, ich muss hier die Welt retten. Ne? Ciao, ciao, tschüss. Ja, du auch, tschüss. So, das gibt's nicht.
sondern immer mitten im Gespräch aufgelegt, egal, selbst wenn man mit einem 8-jährigen Kind telefoniert, das Leukämie hat oder sonstiges, es wird einfach mitten im Gespräch aufgelegt. Ja, das ist nicht gut. Und das macht dich wahnsinnig, wenn du einmal drauf achtest. Die reden auch nie so am Telefon wie, also zum Beispiel Mütter in Filmen reden nie wie echte Mütter am Telefon. Echte Mütter am Telefon machen so, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So reden echte Mütter, und zwar an beiden Seiten der Leitung. Das ist die perfekte Überleitung. Ich muss euch was sagen. Kannst du bitte mal meine Genussrubrik losstarten? Exquisiter Kaffee. Handgefertigte Macarons. Sehr gute Weine. Der Genuss. Bei Jakob Lund. Es geht nämlich um Mütter, um eure Mütter. Es ist so, ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt meines Lebens von euren beiden Müttern die Rouladen gegessen. Ich habe aus dem Saarland von Schmittis Mutter die Fleischrouladen mitgenommen, zwei Stück habe ich mitbekommen in so einer Braten Rotweinsoße. Ich komme gleich dazu, wie sie geschmeckt haben. Und ich habe, das war glaube ich über Weihnachten oder so, ne, habe ich von deiner Mutter die Kohlrouladen ja mitbekommen, ne? Ja, abgeholt hast du die richtig. Ich habe mir die, aber ich habe die auch, also ich habe relativ ein bisschen Druck auch gemacht, dass ich die kriege, ne? Exakt. Ja. Und jetzt habe ich beide gegessen. Mhm. Und muss sagen, die waren beide für sich köstlich, sind ja Kohlrouladen, sind ja in so ein Kohlblatt eingeschlagen, genau. mit einem Hackfleisch drin, werden dann so gebunden. Fleischrouladen ist eher ein Rindfleisch, dann war bei deiner Mutter war ein Speck mit drin. Dann, weil du es nicht magst, keine sauren Gürkchen, die haben mir ein bisschen gefällt, diese leichte Säure, aber dafür eine grandiose Rotweinsoße. Und die waren auch köstlich und kein Stück trocken, ganz saftig, also wirklich ein absoluter Traum. Genauso die Kohlrouladen, der Kohl hatte noch Biss und das Hackfleisch eine ganz tolle Würze. Mhm. Und es ist so, es fällt mir zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen, welches die bessere Roulade ist. So, als hätte, also gerade so, als hätte einer gefragt. Ja. So, aber ja, aber es ist ja so. Ich habe jetzt von zwei Müttern die Rouladen gegessen und es ist nicht möglich zu sagen, welche besser ist. Und in einer Welt der Unterhaltung kann man mit so einem Zustand nicht leben. Dass zwei vergleichbare Sachen probiert wurden und dann man sagt mal so, ach ja, das war du auch schön. Jetzt, du willst jetzt sagen, wie viel von fünf möglichen Kackwürsten? Nein, pass auf. Jetzt du willst jetzt aufhetzen. Auch das nicht. Ich möchte, dass jetzt nochmal eure Mütter jeweils eine Roulade einsenden und dass ich hier in dieser Sendung, in wann auch immer diese Rouladen dann da sind, möchte ich für dieses Jahr 2022 die goldene Rouladenkönigin 2022 führen. Du willst eine Stichrouladen essen. Ich möchte im Grunde eine Küchenschlacht. Ich möchte beide Rouladen vor mir haben. Ja. Dann möchte ich hier verkosten. Und dann können eine eurer Mütter kann die goldene Rouladenkönig 2022 werden. Pass auf. Jetzt erstmal ist dieser Titel für euch, macht er was mit euch? Ja, auf jeden Fall. Seid ihr da gierig drauf? Also genau, also absolut. Ja. Es gibt ja immer so Missfall. Zum Beispiel übrigens auch die Miss Germany-Wahl. Das ist auch herrlich. Die Miss Germany-Wahl ist ja auch eine Oldenburger Erfindung, ne? Ach. Der Ralf Klemmer, so heißt er, glaube ich. Mittlerweile macht das seinen Sohn. Es ist auch super witzig, das muss ich gleich nochmal erzählen. Und Horst Klemmer oder so hieß der Opa, der hat das auch schon gemacht. Und die haben die Misswahl, das Miss Was Germany. Redet der Mann? Das haben die erfunden. Ja, deswegen haben wir eine Affinität zu so Misswahlen. Ja. Ja, und dann gibt es ja immer noch so witzige, so Spargelkönig und Weinkönig und was weiß ich. Kohlkönig. Ja, Kohlkönig ist was ganz anderes. Ja. Da muss man sich richtig erarbeiten. Ja. Da kann man nicht einfach geil aussehen und dann kriegt man das, so wie meine Mutter. Sondern in dem Fall muss man jetzt ja auch noch was machen. Also ich finde das gut. Ja. Um diese lange Antwort. Ne? Dankeschön. Ja. Also es heißt, es steht ein Titel aus. Also die goldene Rouladenkönigin 2022. Die Folge ist ja jetzt noch nicht ausgestrahlt, während wir das aufnehmen. Aber ich weiß, meine Mutter steht jetzt schon am Herd. Ja, ne, sie hat das irgendwo gehört praktisch. Ja, die ne? hat das irgendwie so, die Schwingungen sind da mitgekommen, der Ruf nach Rouladen. Also meine Und Mama ihr dürft auch entscheiden, also zum Beispiel, wenn deine Mutter hat auf der Kohlroulade gelernt, Klasse, ne? Deswegen will ich dir jetzt nicht vorschreiben, dass sie auch eine Fleischroulade Die kann auch Fleischrouladen, was willst du haben? Ja, aber worauf fühlt sie sich heimisch? Naja, also auf welcher Roulade ist sie, sie zu Hause? Genau, was ist ihre Heimroulade? Kannst du deiner Mutter eine Nachricht schreiben? Warte mal. Mama, auf welche Roulade fühlt sie dich am wohlsten? Warte mal, ich rufe dir jetzt an, warte mal.
Dass wir das nur wissen, weißt du? Warte mal, ich rufe dir mal jemanden. Warte mal. Warte mal. Also musst du rein, an welche Runde alles? Ja, warte. Ich rufe dir mal. Hallo. Mama, warte mal eben. Ja. Ich habe direkt eine Frage. Ich muss direkt rausschießen mit der Frage. Auf welche Roulade fühlst du dich heimisch? Bist du eher Rindsroulade oder Kohlroulade? Auf welche Roulade hast du gelernt? Müssen wir mal eben wissen für die Wettbewerbsbedingungen. Auf normaler Roulade. Was ist denn normal? Ja, aber das ist ja schon interessant, was du als normale Roulade empfindest. Ja, das sind die ganz normalen Rinderrouladen. Ja, sehr gut. Okay, das ist gut, weil dann kommen wir in eine Vergleichbarkeit. Ja. Mama, ich will dir jetzt was sagen, jetzt setze ich hin. Ja. Jetzt, ne? Ja. Fall nicht. Stehst du stramm im Strumpf? Ich sitze. Du sitzt, okay. Du hättest die Gelegenheit, cool Rouladen, wie heißt das? Rouladen, die goldene Rouladenmeisterin. Du kannst 2022, glaub ich, ne? Du wirst, wenn du willst, die goldene Rouladenmeisterin 2022 werden. Ja. Gegen die Mutter von Schmitti. Ja. Die machen wir fertig. Die muss nur eine Roulade entsenden. Es wird ein Kampf wie bei Elden Ring. Du musst nur eine Roulade nach Berlin entsenden. Das musst du ihr sagen, das sind die Teilnahmen, bitte. Ja, Mama, kannst du eine Roulade entsenden? Wann? Ja, wann? Wenn das, wenn das ist. Wir werden immer den Wettbewerb verkünden, dann musst du jetzt aufmerksam sein. Ja. Ist ja immer schön in die Zeitung gucken. Irgendwann geht's los. Seid ihr bescheuert? Ja, also, oder machen wir so, du bist du nicht auch demnächst da, ne? Kannst du dann eine? Ja, dann kann ich die doch machen. Ja, sehr gut. Ja, und wann denn? Wie viele Wochen? Ja, übernächste Woche, glaube ich. Ah, ja, sehr gut. Ja, perfekt. Ja. Willst du dann mitmachen? So, ja. willst du mitmachen? Ich will wir haben jetzt gerade, muss ich dir sagen, haben wir gar nichts anderes zu tun. Wir müssen das jetzt ausrichten, den Wettkampf. Also willst du jetzt mitmachen oder nicht? Jetzt sag endlich. Ja, ich mach mit. Ja, okay. Cool. Gut. Sehr gut. Ja, dann ist gut. Okay. Ja. Ja, okay, dann will ich jetzt, dass du dich vorbereitest darauf. Ja. Das machen wir dann aber nächste Woche, wenn ich da bin, ne? Ja, hast du schon Vorschläge fürs Outfit? Nein. Hä? Nein, es geht wirklich nur um die Roulade. Fotoshooting, falls du gewinnen solltest. Wenn du gewinnst, ne, dann kommst du aufs Cover. Und Rouladen heute. Jetzt lass deine Mama in Ruhe. Ja, okay, ich soll dich jetzt in Ruhe lassen. Okay. Liebe Grüße. Mama, ich melde mich später nochmal in Ruhe, ne? Du merkst, wenn ich meine Showstimme nicht mehr habe, können wir alles besprechen, ja? Ich habe jetzt meine Showstimme, okay? Da weißt du, ich lege die immer auf, damit du direkt weißt, dass wir aufnehmen. Weißt du? Hä? Habt ihr das jetzt aufgenommen? Nein. Nein, ach komm. Okay, Mama. So, ne? Nun, sieh zu, dass das Ding, dass der Windschutz nicht wieder abbricht, ne? Das kann ja Leuten auf den Kopf fallen, ne? Ja, genau. Wäre fast schon mal passiert. Genau, das wäre im Fernsehen gewesen. Ja, Pech gehabt. Na gut, okay, also komm, ich muss jetzt aufhören. Jetzt nur hör mal auf, mich hier voll zu quatschen, ne? Einer muss ja hier, ne? Nun, lass mich mal in Ruhe jetzt, ne? Nur weil du mich auf die Welt gebracht hast, hast du jetzt nicht unbegrenzten Zugriff auf mich. Nee, genau, ich jetzt mal wieder. Tschüss. Aber das ist die richtige Haltung. Nur so kannst du die goldene Rouladenkönigin 2022 werden. Ja. Nur mit diesem Mindset, diese absolute Hingabe. Also nächste Woche wird gekocht. Schmitti, du musst deine Mutter natürlich auch noch unterrichten, dass sie deine Roulade entsendet. Und das ist auch, in meinem Kopf steht das alles. Also es wird dann auch das Gewinnerrezept gehen. Das andere wird von der Geschichte zermalmt. Es wird nie in die Öffentlichkeit. Da kann man aber nächstes Jahr wieder, ne, die Chance ergreifen. Ja. Ja, klingt gut. Also es wird das Rezept dann auch geben zum Nachkochen. Aber alles, ne? Sag mal, wenn du den Gewinner gekürt hast, ne? Ja. Die Verliererin rufst du dann auch an und erklärst, dass da hier halt einfach nichts war, die Roulade. Ne? Nein, da muss ich, ne, im Vergleich. Das, also eiskalt. Ja? Ja. Sag mal, überhaupt, ne? Also du hast ja, wie auch dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin aufgefallen, hast du ja mit klaren Ansagen sowieso keine Probleme. Das betrifft jetzt auch dich, Pfeife. Da hat nämlich ein junger Mann, hat jetzt gesagt, Niklas heißt der, dass du dich, du sollst dich so ein bisschen besser auch Pfeife gegenüber benehmen. Weil man merkt schon teilweise, was für eine Temperatur hier kommuniziert wird. Und manchmal sagst du einfach so Sätze wie, fahr mal den Jingle.
Oder spiel nu das ein, hast du wohl zu ihm gesagt. Und da sagt der Niklas völlig zu Recht, ich fürchte, dass der Gute den Respekt vor Pfeife verliert. Oh. Das sollte nicht passieren und dann muss der Star eingreifen. Ein Fall für den Star. Und da bin wohl ich gemeint. Die neue ZDF-Vorabendserie. Ja, da bin wohl ich gemeint. Und deswegen möchte ich jetzt einfach ermahnen, wir können es hier bei so einer ganz simplen Geschichte lassen. Einfach lass Pfeife in Ruhe. Ja. Er sei froh, dass der da ist und rede mit ihm so, als seist du von ihm abhängig und nicht er von dir. Ja, das stimmt. Also, ne? Wie es in echt ist. Werde es komplett überdenken und dich da in Zukunft nochmal anders behandeln. Danke, Niklas. Ja, also Pfeife hat, hast du ja gehört, hat hier wie immer aus dem letzten Loch gepfiffen und sich gefreut über deine Teilnahme. So, Pfeife, ist jetzt gut, ne? Ja. Warst du das oder gibst den Niklas? Nee, ich weiß davon. Warst du das? Ich war das nicht. Du weißt ja nichts von. Ich war das nicht. Ja. Ich weiß davon. Mhm. Was tut das? Schmidti, brichst du jetzt unter dem Druck zusammen mit der Rouladenkönigin? Das ist okay für deine Mutter, ne? Ich weiß es nicht. Ja, müssen wir mal fragen dann, ne? Ja. Da gibt es Ärger. Soll ich noch was, wie heißt das, wenn man sich um sich selber kümmert? Also wenn man nett ist zu sich selber, das hat doch so ein egozentrisch? Nein. Nein, es gibt doch so ein Berlin-Mitte. Self-Care? Ja. Promi? Genau, Self-Care. Nein, es geht um Selbstliebe. Das wollte ich nochmal sagen. Also praktisch nicht egozentrisch, sondern der weiße Teil ist egozentrik und nicht der dunkle Teil. Weißt du, der helle Teil ist das ja. Der egozentrik. Du hast bei beiden keine Defizite. Ja. Und ich habe jetzt was festgestellt, wie man mit sich selber nett reden kann. Meinst du dialektisch, also nicht reden oder nett reden? Wie man also lieb ist zu sich selber. Darum geht's doch, ne? Dass man also lieb ist zu sich selber. Ja. Auf sich hört und dass man einfach respektvoll mit sich selber umgeht. Ja. Und da habe ich jetzt was Neues festgestellt und zwar habe ich einen Wecker, das ist mir eine Erinnerungsfunktion, ist das eigentlich nur. Und bei dieser Erinnerungsfunktion kann ich praktisch die Erinnerung einstellen, was es sein soll. Und wenn das dann klingelt, sehe ich das. Und das ist also mein Wecker. Und da habe ich jetzt, natürlich habe ich so Erinnerungen, die klingeln dann, natürlich hier anrufen, da Mail schreiben, bla, fahr zur Post und so. Aber manchmal ist es eben auch dann der Wecker und ich habe früher immer einfach nur einen Wecker angestellt. Jetzt mittlerweile schreibe ich mir kleine Nachrichten. Ach. Ne? Schreibe mir kleine Nachrichten zum Aufwachen. Ich kann mir ja selber abends, wenn ich einen Wecker stelle, kann ich mir eine kleine Nachricht schreiben. Was denn so zum Beispiel? Ja, würde ich auch wissen gern. Also ich ersetze, also ihr kennt ja, wenn ihr morgens aufwacht, dann ist das Gehirn noch nicht vollumfänglich in Action. Es ist noch nicht ganz hochgefahren, der Computer. Es gibt sogar Momente, da weiß man gar nicht, wo man ist. Da steht man auf, denkt, was für ein Tag, wo bin ich, was ist das alles hier? Aha. Und dann dauert es wirklich so 10, 15 Sekunden, bis man da ist. Und es gibt einen Trugschluss, auf den das unaufgewachte Gehirn immer wieder reinfällt. Und das ist dieses, ich drücke auf die Snooze-Taste und man kann also gar nicht einschätzen, wie viel Zeit man verliert. Ja. Dass man sich so gönnt nochmal morgens, ne? Weil das Gehirn, wenn es noch nicht richtig aufgewacht ist, überhaupt nicht einschätzen kann, wann es echt brenzlig wird mit dem Aufstehen. Und dann muss man sich selber daran erinnern, dass man sich diese Gedanken schon gemacht hat, als man noch fit war in der Birne. Ja. Also schreibe ich mir rein. Jetzt wird's genial. Ja, also schreibe ich mir rein, nicht noch 5 Minuten schlafen, die Zeit fehlt. Jetzt sofort aufstehen, dann ist alles besser. Das schreibe ich rein. Und dann klingelt mein Handy und ich lese das durch und habe die Information praktisch, bin nicht in der Lage, mir die selber zu, aber ich befolge das dann einfach. Ich denke, wenn das da steht, wird das wohl stimmen. Das hat mein intelligenteres Ich am Abend vorher so ausgerechnet, also mache ich das jetzt einfach. Und das ist nicht schlecht. Und dann habe ich am Anfang natürlich, dann wollen wir nicht so viel schreiben, weil wem schreibt man dann, das ist ja auch aufwendig. Dann habe ich am Anfang geschrieben, aufstehen jetzt, habe ich erst geschrieben. Dann habe ich nochmal gelöscht. Habe ich gesagt, so muss man ja auch nicht mit mir reden. Ja, unhöflich. Ja, genau. Dann habe ich aufstehen jetzt, bitte. Ja. Und dann dachte ich, ja, dass ich aufstehen, das weiß ich ja wohl. Aber wenn ich dann so praktisch nochmal reinschreibe, was meine Benefits dann sind, was sind meine Vorteile? Ich habe dann richtig Zeit. Ich muss mich nicht hetzen. Das schreibe ich da rein. Ja. Um auszugleichen, was ich nicht in den ersten 10 Minuten selber raffe. Ja. Das ist genial. Das ist wirklich genial. Das ist bei dir vor allem auch nötig, weil du hast eine Superpower, ne? Neben, du kannst überall einpennen. Ja. Auch bei Duell oder auch wenn wir egal wohin reisen,
Du hast es wirklich schon geschafft, den Erdball zu umfliegen und warst überhaupt noch nicht wach. Ja. Du bist wirklich, dann läufst du durch den Flughafen wie ein Gespenst, ne? Aber schaffst es irgendwie zur Security zu kommen. Du weißt wirklich, da bin ich überzeugt, im Flugzeug noch nicht, dass du schon aufgewacht bist und aus dem Bett geklettert. Exakt, genau. Das ist eine andere Technik, die kann ich mal in Ruhe erklären. Die heißt, dass das die Technik des sogenannten harten Randschlafens. Ja. Genau, das schaffe ich auch. Da schaffe ich es manchmal, da wache ich auf und bin 40 Minuten später sitze ich auf meinem Platz in der Bahn oder im Flugzeug. 40 Minuten, also wirklich im Bett liegen, Unterhose an. 40 Minuten später sitze ich in einem Verkehrsmittel. Hat viel damit zu tun, dass die sogenannte Hygiene auf der Strecke bleibt, ne? Nee. Alles, was man machen muss, wurde gemacht. Okay. Und zwar mit wirklich Präzision. Überschallpräzision. Ja, wie ein Uhrmacher. Ein Uhrmacher, der sitzt da 100 Jahre und baut da was zusammen, mit so einem Frickelheini. Ja. So ist es ja mal nicht. Nee. Ich dachte gerade, du könntest doch, wenn du so eine Erinnerung machst, ne? Einfach mal da Wasserstrahler mitnehmen. Ah, das ist sehr gut, Schmidt. Ja. So, morgens um 8 schon. Ja. Kling, kling, self-love. Könntest du uns Zugriff geben, mir und Schmidti, als Menschen, denen du ja vertraust, dass wir da auch Sachen reinschreiben? Das ist es. Nee. Wir können dir Nachrichten geben. Weil wir teilweise sind wir auch fit im Oberstübchen und haben auch schon so ein paar Gedanken gemacht. Mit dem Wasserstrahler geht gar nicht, der ist auf meiner Ranch. Da bin ich doch gar nicht. Ja, der ist doch nicht in meiner. Ganz ehrlich, wenn ich sage, ich fahre heute nach Idaho, dann könnt ihr mir das nochmal mitgeben. Okay. Ich glaube, ich werde den nie wiedersehen. Nö. Habe ich dir gesagt? Ja, hast du gesagt, Schmidti. Ja. Ich muss kurz eine Sache erzählen, die passt gar nicht im Podcast, weil es bringt gar nichts. Bringt gar nichts, das zu erzählen, aber irgendwie belastet es mich und ich will einmal kurz mit dir drüber reden, Klausi. Es ist mir heute Morgen so eingefallen und ich denke, dass. Es muss einen psychologischen Grund geben. Oder ist es eine Eingebung von Gott? Ich weiß es nicht mehr. Mir ist wieder was eingefallen. Mhm. Und seitdem ist das so im Kopf, es muss gesagt werden. Gut. Und zwar haben wir beide uns einmal zufällig auf Mallorca getroffen. Und das ist mir heute Morgen eingefallen. Ja, nee, nicht ganz zufällig. Nein, das war zufällig. Wir haben uns verabredet. Nein, haben wir nicht. Wir haben uns zufällig auf der Straße in Mallorca getroffen. Stimmt. Und dann sagt Jakob. Und da habe ich gesagt, Klaas. Und dann haben wir zusammen, hast du mir eine Cola ausgegeben und einen Krabbencocktail. Richtig. Und dann so, dann saßen wir in so einem Café, ne? In Port Andratsch. Ja. Ja, ich weiß, ja. Zufällig. Und dann hast du irgendwann gesagt, so, ich habe jetzt so eine Stunde gebucht, wo man mit so einem Gerät unter Wasser tauchen kann, mit so einem, was fährt einen so unter Wasser. Ja. Und ich muss jetzt los. Dann habe ich gesagt, ja, okay, bis dann. Wann genau. War das? So ein Seabob heißen die. Das ist etwa, das ist geil. Weiß ich nicht, das 8 Jahre her oder so? Ja, länger. Länger, ja, genau. Und das hat mir heute Morgen eingefallen, das hat mich irgendwie umgetrieben. Ja, das stimmt. Wie das sein kann, dass man sich auf Mallorca zufällig trifft. Ja, ja, gut, also. Es war eine komische, angespannte Stimmung. Es war nicht so ein, ich weiß auch nicht, weil wir, glaube ich, beide damit nicht gerechnet haben, dass im Urlaub waren wir füreinander nicht eingeplant. So muss man das sagen, ja. Ja, aber das lag auch daran, glaube ich, dass wir, unseren privaten Kontakt danach erst sehr stark intensiviert haben. Mit dem Holperstart Glück gehabt, dass das also überhaupt noch was wurde. Ja. Aber ja, klar, wir sind haben uns da so ein bisschen angekrampft am Krabbencocktail. Ne? Ja. Aber da haben wir doch einen Titel für die Sendung. Da hattest du auch kein Igel in der Tasche, Klaas. Also der ging auf dich. Ja, da muss ich ja sagen, also ich bin ein guter Antäuscher, was Portemonnaies angeht, ne? Dass man so die Bezahlbereitschaft manchmal auch nur angetäuscht wird, aber ab und zu gebe ich mal einen aus, auch in ungewöhnlichen Situationen, ne? Ja. Da wird einfach mal so kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft. Und das hat mir jetzt irgendwie gut getan, das jetzt kurz zu sagen. Ja, das stimmt, das war ein bisschen krampfig, ja, genau. Aber, das war nämlich geil, in diesem Hafen konnte man diese Seabobs da leihen und da gab es doch so ein kleines Boot, was man so führerscheinfrei fahren konnte, aber es hatte richtig, richtig Power. Und da stand vorne Rambo drauf, das weiß ich nicht. Und das habe ich mir auch sehr oft ausgeliehen und bin damit das war teilweise gefährlich, da ist ja diese Steilküsten da unten, ne? Und dann sind da so, und dann knallen die Wellen dagegen und so, und wenn man so übermütig dann ist, ne, wenn man denkt, man kann alles, ne, das war teilweise richtig gefährlich, hat mir aber Freude gemacht. Schön. Das merke ich auch immer wieder bei mir, ich habe im Urlaub nicht die Kraft,
so Entertainment-Angebote zu buchen. Oh, und ich immer. Auf Malle oder so. Ne? Ich war noch nie irgendwie, habe ich auf mir einen Skipper gemietet oder nur ein Boot, eine Nussschale irgendwie da rumgefahren oder Canyoning oder Fallschirmsprung. Stimmt, oder irgendwas. Ja. Noch in Afrika hast du mal Fallschirm gemietet. Einmal Afrika, schwer bereut. Ja. Aber nein, nicht bereut. Mit dem Leben bist du davon gekommen. Mit dem Leben davon gekommen, ne? Aber ja, das stimmt. Aber die, ja, ich finde das schon gut, ne? Also, weil das liegt aber auch an der, ja, an der Rentnerhaftigkeit, mit der ich den Rest des Urlaubs verbringe. Das ist wirklich so. Also ich auch. Also 10 Stunden im Pool. Ja, bei dir ist es eher so wie, jemand, der, du machst eher Urlaub wie ein Toter. Ja. Das ist noch was anderes. Also wirklich, das ist wirklich immer Ärger mit Bernie. Ne? Ja. Man könnte dir einfach an Tag 1 so eine Sonnenbrille aufsetzen, Hawaii-Hemd und dich irgendwo in die Ecke setzen. Das, wenn man stimmt, regelmäßig die Bierdosen erneuert, wird da keine Klage kommen. Ne? Das ist richtig, ja. Ja. Und also, ne? Es soll ja auch ein Unterschied sein zum Alltag. Ja. Also, ne? Ja. Der Activity brauche ich da nicht. Ja, bei mir ist tatsächlich so, ich ziehe mir meine weichsten New Balance Schuhe an, also wie so ein richtiger 70-jähriger Tourist aus Amerika. Ziehe ich mir so eine ganz gerade geschnittene beige Buntfaltenhose an, dann so ganz tolle Treter von, weißt du, so Dad Sneakers. Dann ziehe ich mir die Hose ziehe ich mir so über den Bauchnabel und habe so einen braunen Gürtel dann da drin. Und dann habe ich so ein gestreiftes Polohemd an, was so ein bisschen zu lange Ärmel hat. Und eine Bauchtasche natürlich. Und dann schnappe ich meine Frau, die dasselbe Outfit anhat, und so einen großen Hut noch drüber. Und dann gehe ich mit verschränkten Armen hinterm Rücken, gehe ich dann so durch Portofino. Und guck mal, ne, was das Kunsthandwerk so macht. Schau mir ein bisschen was Getöpfertes an. So wie Harald Schmidt beim Traumschiff. So ähnlich, genau. Und dann schaue ich mal, dann irgendwann habe ich dann so eine große Schale, wo so Zitronen drauf gemalt sind. Die kaufe ich dann und weiß nicht, wie ich sie in den Koffer kriege. Oh, das macht richtig das Lust. Das ist mein auf Urlaub. Das ist mein macht Urlaub. Richtig Lust drauf. Ja, und dann esse ich noch irgendwo so Carbonara, weil die so gut sein sollen. Das schmeckt lieber wie an der Tankstelle. Aber das will man sich selber nicht eingestehen, weil man ja selber beschlossen hat, dass es ein schöner Tag wird. Ja. Soll ich euch noch erzählen, wie meine Handwerker, als die Handwerker bei mir waren? Ja, die haben da, was haben die gemacht, einen Schrank aufgebaut oder was war? Die haben einen Schrank aufgebaut. Ja, und die haben dann da viel noch Weisheiten auch verströmt. Haben die viel übers Leben noch naja, geredet. Also bitte verschonen uns mit keinem Detail. Ich will alles wissen. Naja, also haben die so Sachen gesagt wie, nur wer nichts macht, macht auch keine Fehler? Haben die sowas gesagt? Nee, dafür waren die viel zu individuell und originär. Die haben... Also es muss so ein Einbauschrank in so eine Nische bei mir rein, ne? Und dann irgendwie nach einem Dreivierteljahr ist der jetzt geliefert worden und der sollte da zusammengebaut werden. Und dann stand schon auf dem Lieferzettel, der Einbau kann 4 bis 5 Stunden dauern. Da dachte ich, hui, das wird ja spannend da, den ganzen Tag in der Wohnung. Dann bin ich von der Arbeit heimgefahren. Aber ich weiß noch, wir haben uns hier im Flur getroffen, da warst du schon so... angespannt. Ja, da habe ich schon gemerkt, dass du irgendwie was isst, ne? Das sieht man bei dir immer so an deiner Körperhaltung schon, wenn du irgendwo, du gehst, das ist richtig der Gang nach Canossa. So ist es bei Thomas, man sieht immer schon, wenn er sein Päckchen zu tragen hat. Und da habe ich gesagt, na, wo musst du denn jetzt hin? Und er hat gesagt, oh, hör auf. Ja, und weißt du, was mir das nicht erzählt. Was das Problem war, ich hatte, ich habe mir so eine Lichtleiste einbauen lassen, also in diesen Einbauschrank. Und das hat aber im Vorfeld nicht so richtig geklappt mit der Planung. Und dann habe ich mich mit dem Möbelhaus da verabredet, dass ich die Lichtleiste kaufe und die Monteure, die dann einbauen vor Ort. Oha. Und da wusste ich schon, uiuiui, es wird Diskussionen geben, ne? Weil die Monteure haben davon noch nie was gehört, da muss ich da rumdiskutieren, dann muss ich wieder mit der Firma telefonieren, dass die bitte ihren Monteuren sagen, dass sie das dann noch einbauen. Ja, und das so ist sonst nicht so. Genau. Ja. Und so bin ich da schon so hingefahren und dann komme ich da hin und dann standen die schon am falschen Haus und hatten die schon mal eine Krawatte. Ne? Weil sie, auf aber immerhin, das hat man ja auch selten, dass da Handwerker mit Krawatte kommen. Auf dem Lieferschein stand halt die falsche Adresse und dann sind die ans Nachbarhaus gefahren und so ein Mist. Ne? Und da haben sie das ganze Gelumps da wieder zu mir hieven müssen und da war die Stimmung schon mal so mittel. Und das waren so handfeste Ostberliner. Na Vorsicht, die wissen, wo du wohnst, ne? Ja, ich muss auch sehr vorsichtig sein, weil die müssen eventuell nochmal kommen. Also ich kann jetzt nicht so... Spoiler, so viel, sie haben den ganzen Schrank aufgebaut, am Ende hat eine Bodenplatte gefehlt und deswegen habe ich da jetzt so einen halben Schrank rumstehen, der nicht einräumbar ist. Also es sieht bei mir aus wie auf dem Flohmarkt, weil alles, was da in den Schrank sollte, liegt jetzt halt irgendwo rum.
Und deswegen kommen die nochmal. Und das hat die aber, da waren die jetzt auch emotional gar nicht so ergriffen, dass sie den Schrank da jetzt nicht fertig kriegen. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, da müssen wir, da muss jemand nochmal kommen, ne? Tschüss. Mhm. Weggefahren. So, auf jeden Fall, die waren halt so ein bisschen handfester und gleichzeitig auch so ein bisschen so, so ein komisches Talent hatten die. Also es waren auch so Komiker. Und die, ich habe dann versucht, mich so drauf einzustellen auf diese. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, ach, weil ich habe so die Hemdsärmel hochgekrempelt, ne, und war das, was du mir immer so unterstellst mit Mario Basler. Ich habe die so angekumpelt, habe gesagt, Leute, wollt ihr erstmal was zu trinken? Ne? Hab, sehr gut. Hat mir euch schon Kaffee angeboten. Ne? Warst du wie ein cooler Dad? Ja, wirklich. Und dann meinten die hey, zum Beispiel, Champion, was ist das hier für ein Holz? Und da habe ich kurz an dich gedacht, Jakob. Die meinten dann so, ja, wie ist das hier in der Gegend? Gibt's hier nur Hafermilch? Ne? Oh, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, Leute, wir haben hier noch den Real Shit. Ne? Und so. Und, ja. So, und dann habe ich die so ein bisschen angekumpelt und sehr man hat es dann ganz gut verstanden. Und irgendwann ist es aber so gekippt, weil die sich zu gut verstanden haben. Ui. Und da haben die wirklich, wie man so sagt, fühl dich wie zu Hause. Hey. Das haben die wortwörtlich genommen. Das heißt, wenn die telefoniert haben nochmal, wo die Bodenplatte ist, haben die sich auf meinem Sofa gelümmelt. Oder ist das dein Ernst? Die sind dann zum Beispiel auf die Toilette gegangen, der eine. Und ein abgeseilt, Sagen wir mal, nicht geräuscharm, ein abgeseilt. Und dabei hat er gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, der hat geschrieben, oh Mensch, hier bleibe ich, hier ist schön muckelig. Hat er, während man die Geräusche gehört hat, dass er gerade einen abseilt, hinter der, von, ja, aus der Toilette raus, so ja, laut reingebrüllt, dass ich es halt auch in der Wohnung, also ich sollte, der hat mit mir kommuniziert. Er auf meiner Toilette, und ich draußen im Gang. Ihr wart ja richtig dicke, also richtig dicke seid ihr miteinander. Ja. Also du hast praktisch zu joviale Stimmung also, aufkommen lassen. Also, ja. Also das ist ja wirklich ein sehr erlesener Kreis von Menschen, mit denen man, während man scheißt, reden würde. Ne? Das ja, dachte ich auch bis dahin. Also der ist bei mir so klein, der Kreis, dass da gar kein anderer drin ist. Nee, in genau. In diesem Kreis. Ja, null Leute. Ja, exakt null. Ja, du hast so gute Freunde jetzt mittlerweile, dass du sowas und, hast. Und jetzt ist für mich die Frage, also als Dienstleistungsfan, das, also kann man sich hierüber überhaupt beschweren? Und wie würde man das praktisch deutlich machen, was hier schiefgelaufen ist? Nee, kann man nicht. Die waren nett. Und also es war wirklich auch, ich war ja froh, man hat so eine Ebene gefunden, mit der man klarkam. Und irgendwie, da dachte ich so, komm, irgendwie, das ist doch besser so, als wenn man so Stinkstiefel da hat, die dann da so rum. Nee, finde ich nicht. Lieber ein Stinkstiefel, der sagt so, ich mache hier mein Ding und nach 5 Stunden sagt er, ist fertig. Naja, aber ich wollte ja auch noch diese Lichtleiste da rein. So. Da musste ich ja mit denen irgendwie auf eine Ebene kommen, wo die sagen so, komm, das machen wir dir jetzt. Mhm. Wir wussten zwar nichts davon, aber das machen wir dir jetzt. So, und das war ja mein Ziel von Anfang an und deswegen war ich da sehr, sehr kumpelig. Wärdest du dich auch okay gewesen, die wären so am Kühlschrank, hätten sich da so ein Brot gemacht oder kurz eine auf dem Sofa bei dir geraucht oder kurz einfach mal so ins Bett gelegt und mal kurz ausgeruht? Ja, das also, klingt jetzt so deine nach, Grenze das gewesen? Klingt jetzt so nach Zuspitzung, aber ich finde, wenn man durch die geschlossene Toilettentür mit jemandem redet, dann ist man das eigentlich noch näher dran, also, als wenn der ins Kühlschrank also geht. Also ganz ehrlich, das für mich klingt es nach Jesus Bruder Bauchi, was da los war. Der damals in die noch nicht verkaufte Bäckervilla auf Mallorca einfach so eingezogen ist. Ne? Ja, genau. Ja. Jesus Bruder Bauchi. So ein gerne googeln. Ein Hausbesetzer, der mit viel guter Laune und wenig Material da angereist ist. Ja. Und hast du jetzt neue Freunde praktisch regelrecht? Ich fand die wirklich lieb. Die waren wirklich, die ja, waren. Ja, aber die haben jetzt, aber guck mal, du hast gesagt, dass die das nicht interessiert hat. Also sie hat es schon interessiert, mit dir beim Koten zu reden, aber nicht, dass dein Schrank jetzt nicht fertig ist. Da waren die dann wohl gar nicht mehr so freundschaftlich drauf. Weil ein Freund hätte ja gesagt, ey, pass auf, wir holen das jetzt schnell und dann bauen wir das auch noch ein. Der hat zu mir nur gemeint, naja, das liegt vielleicht noch in Polen. Und war das eine Metapher oder liegt wirklich noch in Polen? Das liegt wahrscheinlich noch in Polen. Ja, okay. Also ja, anscheinend werden diese Schränke in Polen gebaut und dann. Ja. Ja, ist was verschüttet. Ich kann jetzt nicht so offen reden, weil ich glaube halt, dass die kommen halt nochmal. Noch ne? Ich fand das alles wunderbar. Das war wunderbar. Ja, das war ein ganz schöner Nachmittag. Platz 1. Ja. Aber vielleicht, was ich dir jetzt einfach als Tipp, das ist ganz vielleicht ungewöhnlich um die Ecke gedacht, aber dass du nächstes Mal einfach dann sagst, so, dann ruft mich doch an, wenn ihr durch seid. Ich habe jetzt noch einen Termin, dann gehst du einfach aus der Wohnung also raus. Überhaupt, ne? Das ist warum? Ich würde gar nicht 5 Stunden daneben lungern. Nee, ich und kommst du vor wie ein Idiot. Würdest du nicht wissen wollen, was die dann so machen? Nein, also wenn die gar wirklich nicht. 5 Stunden. 0,0. Interesse 0%. 0%. Echt? Würde Interesse daran haben, dass sie anrufen, wir sind fertig. Genau.
Dann würde ich das Programm abfallen. Mensch, ach, jetzt haben wir ja gar nicht, muss der los, aber hier ist noch ein Kaffee und super, tschüss. Mhm. Ja. Das hast du praktisch deine ganze soziale Interaktion hast du dann zusammengeschoben auf 5 Minuten. Und kannst du hast deine ganzen, 5 Stunden verteilt. Kannst du deine ganzen Sätze dann auch sagen. Ja. Und dann musst du nicht praktisch in der Zeit dir der talentierte Mr. Ripley sein. Mhm. Damit keiner merkt, dass du kein Abonnent bist. Ja, also ich glaube, du warst halt Americano, Americano, Schnitt. Das wollten wir, ich glaube, das haben wir ja schon mal angesprochen, so dass diese, dass man natürlich sofort merkt, dass wir im Leben noch nie eine Bohrmaschine richtig bedient haben und so. Und ich wollte das vermeiden, ich wollte denen sagen, so, ich bin einer von euch, so, es geht irgendwie jetzt rund. Bist du ja auch, also ganz ehrlich, wenn einer von uns dreien einer von denen ist, dann am ehesten noch du. Ja, weil du bist handwerklich ja inzwischen interessiert. Ja, du bist interessiert auch, ist aber nicht gleich begabt. Du bist auch kernig und du bist auch ein, du bist ein Macher. Ein Typ auch aus dem Volk. Mhm. Mehr als wir. Du bist also von uns dreien bist du der Einzige, dem ich zutrauen würde, seine alten Autoreifen auf dem Innenhof zu verbrennen. Ja, aber schön, dass sie jetzt nochmal kommen, Schmitty. Ja, wie piepen wir das denn alles raus, dass ich denen nochmal unter die Augen drehe? Ich habe die gemocht. Ja, ja, so. Das ist auch klar geworden. Klar. Ja. Frag doch auch mal, ob die noch bei dir pennen wollen. Ob die noch übernachten bei dir. Vor allem, wenn der da geschissen hat, hat es bestimmt richtig gestunken, weil der ultra viel Fleisch gegessen hat wahrscheinlich. Sag mal. Ja, ist ja so. Stinkt ja mehr. Beim Pferd geht's. Naja, du frisst ja kein Fleisch. Ich habe noch eine Frage an euch. Mhm. Es ist so, ich habe festgestellt, ich achte schon drauf, dass ich ein gepflegtes Äußeres habe. Mhm. Ne? Dass man nicht aussieht, wie als ob man 6 Wochen nicht geduscht hat. Oscar aus der Tonne. So. Es gibt aber einen Schwachpunkt. Und zwar ist das, und das passiert mir wirklich sehr, sehr oft, dass ich morgens beim Zähneputzen klecker. Mit Zahnpasta. Ja. Und das ist was ein ganz spezieller Fleck, weil erst, wenn du da, also das passiert, dann ärgere ich mich zu Tode, weil ich ja gerade einen frischen Pulli angezogen habe. Und ich bin dann irgendwie auch nicht bereit, diesen frisch gewaschenen Pulli zu wechseln. Und dann mache ich jedes Mal dasselbe, was aber überhaupt wirkungslos ist. Ich mache das nass, diesen Fleck, dann sieht der in diesem Moment aus wie weg. Ja. Ich weiß aber, weil ich das schon 72 Mal erlebt habe, dass der, wenn ich im Büro bin, ganz weiß wieder hervortritt. Mhm. Und dass ich dann den ganzen Tag einen großen weißen Fleck auf dem Pulli habe. Aber ich kann nicht. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, das wollte ich haben. Ich kann nicht mein Verhalten ändern und dann einfach direkt einen frischen Pulli anziehen. Ich gebe dir 2 Tipps, die du machen kannst, die beide, sagen wir mal, mit demselben Instrument arbeiten. Aber also, du musst einfach dir die Zähne putzen, bevor du angezogen bist. Ja, so, ich das kann schon so sein, dass ich ein T-Shirt dabei anhab und dass es da aufs T-Shirt kleckert. Warum denn T-Shirt? Warum willst du so zwanghaft was anhaben beim Zähneputzen? Auch nicht. Wenn du sagst, mir ist das zu kalt und ich will nicht so viel Zeit unangezogen verbringen, dann putz deine Zähne unter der Dusche. Ach, da bin ich noch gar nicht im Game. Hab du kannst dir doch, du mein kannst. Mein Leben noch nie gemacht. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du kannst dir einfach so einen Becher holen. Den klebst du so, dass da praktisch kein so Tröpfchenwasser reinkommt und sich dann da so eine Filze bildet. Dann klebst du den so an die Kachel oder was auch immer du da hast, Holz oder wie ihr so lebt. Und dann so oben machst du den mit so einem Saugnopf. An dem Baum dran. An den, was du mit dem Nagel, an den Baum oder Eimer dran hängt. Oder direkt ans Seil. Ja, okay. So. Ja. Und dann machst du dir das so ran, dann machst du dir da deine Zahnbürste, ich meine, also muss ich jetzt nicht weiter erklären, das kriegst du ja hin. So, und dann einfach beim Duschen, ist doch schön. Okay. Dann kannst du länger duschen, was eh geil ist, ne, morgens hat man ja nie Zeit zum Duschen. Ja. Das heißt, du kannst ein bisschen länger duschen und du kannst dir die Zähne putzen da. Ist sie wasserdicht? Schmidt, wir haben dieselbe Zahnbürste. Die Zahnbürste? Ist sie wasserdicht? Ich glaube ja. Ja? Okay. Eine nicht wasserdichte elektrische Zahnbürste ist ja wohl die dümmste Erfindung der Erde. Stimmt. Nee, die müsste dicht sein. Dann kriegst du direkt einen Schrumpfschlag bis tot. Ja. Du, wer weiß. Uwe Barschel, es war die Zahnbürste. Aber also, das finde ich schon okay. Ich hatte aber eher sowas gehofft, dass man sich vielleicht hier als so eine Art Kater darauf einigen kann, dass wenn jemand so einen Zahnputzfleck hat, dass das im absoluten Rahmen der erlaubten Flecken ist. Weil es ist ja nicht so ein richtiger, das ist ja eigentlich ein Fleck, der Ausdruck, und das ist ein Paradoxon, dass man gepflegt ist.
Weil er ist beim sich Pflegen entstanden auf einem frischen Pulli und jemand hat, war nur also zu faul. Ein abgeklebter Fußnagel, der dir irgendwie noch so, sagen wir, noch im Bart hängt, ist auch ein Ausdruck von Hygiene. Absolut. Ja, finde ich auch legitim, den ganzen Tag. Finde ich aber trotzdem nicht so richtig schön. Das wird nichts hier kommen. Nee, du musst wirklich, also du musst jetzt einfach wirklich mit deinen mittlerweile, was, wie alt du bist, 50? 53. Du musst dir einfach angewöhnen, unter der Dusche deine Zähne zu putzen. Das ist wirklich viel schöner und dann kannst du auch dein... Also Zahnputzwerk nicht akzeptabel. Nein. Also du hast doch zu mir mal gesagt, ich bin der fleckigste Typ, den geändert, du kennst. Ja. Genau. Hat sich voll geändert, ich habe mich das total, habe mir das nämlich zu Herzen genommen. Du hast zu mir gesagt, ich bin der fleckigste Typ, den du kennst. Stimmt. So, aber bist du nicht mehr? Nee, bin ich nicht mehr, ne? Nee, genau. Und ich habe manchmal noch so Krümel auf der Hose, so wie jetzt gerade. Aber ich habe mir, ich ziehe mich viel besser an. Und das sind Sachen, von denen man meinen könnte, dass man als Erwachsener bereits in der Lage dazu ist. Ja. Aber es gibt eben Sachen, da muss man nachbessern, wie zum Beispiel das da, was du machst. Ich habe auch eine Zeit lang ein ähnliches Problem gehabt, dass man also beim Händewaschen sich immer da so die Pulliärmel, die dann so am Handgelenk sind und sowas, dass man die immer so ein bisschen nass macht, bis ich mir angewöhnt habe, einfach mal hochzukrempeln vorher. Ne? Es sind manchmal die ganz einfach. Ja. So, das sind Skills, die erlernen Dreijährige, ne? Was? Die ihr gerade hier verhandelt. Ja, klar, aber was Händenzieher nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und ich habe das vermutlich nie beigebracht bekommen. Ja, Stichwort Kinderstube, ne? Du hast doch meine Mutter heute gehört. Ja, weil sie nur an den Laden gedacht hat. Hast du nicht gesehen, da spürt man doch durch, wie egal ich hier war. Das war schlimm. Ja. Was man, finde ich, noch sagen muss, ist, wir waren letzte Woche im Saarland. Wir waren in Schmittis Heimat. Ja, die Passion Schmitti. Wir haben Kröten geholfen, im erweiterten Sinne. Ja, ne? Publicity-mäßig. Und das Ganze, was wir da erlebt haben, das wird in Zukunft bei Late Night Berlin zu sehen sein. Wir sagen Bescheid. Ja, total. Ne? Ja, das war auf jeden Fall ein denkwürdiges Wochenende. Sehr denkwürdig. Denkwürdige Dinge sind geschehen. Richtig, ich glaube, es haben ganz viele Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen zusammengekommen und haben sich abends alle dieselbe Frage gestellt, was sollte das? Ja. Mhm. Obwohl alle aus unterschiedlichen Gründen beteiligt waren. Ja. Teilweise, was sollte im positiven Sinne, das war schön, was sollte das, wie schön war das? Oh ja, war das und andere toll. Haben gesagt, was sollte das, war verwirrend und andere haben gesagt, was sollte das, wann fahren wir wieder nach Berlin? Ja, die Reise, die war zweigeteilt. So viel kann man schon mal sagen. Mhm. Wir hatten ja einmal das Wochenende, Jakob und ich, bei mir in der Heimat. Der hat in meinem alten Kinderzimmer von meinem Bruder geschlafen. Habe ich. Mhm. So, und es war eine kulinarische Reise. Wirklich, kombiniert mit Fußball. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Saumagen gegessen. Mhm. Mhm, lecker. So, richtig lecker. War das war der gute Part. Mhm. Und dann kamst du angereist, Klaas. Ja, genau. Mit dem Team. Ja, entschuldige, dass ich geboren wurde. Ab da war nichts mehr schön. Ja, habe ich mir nicht ausgesucht, auf diese Erde zu kommen. Da konnte Klaas aber gar nichts für. Nee, da konnte ich auch nichts für. Dass du da so ein Stoffel auf einmal warst. Ich möchte nur, und da war Jakob nicht ganz unbeteiligt, aber ich wollte nur mal wissen, das Wochenende, wo er dann da bei dir war, ist er dann morgens in der Unterhose die Treppe runter? Nein. Und hat dann da die Schmittis zusammengepfiffen, wo der Kaffee ist? Oder wie läuft das, wenn der Jakob so zu Gast ist, wenn er dann weißt, da... Also den Morgen weißt du gar nicht so genau, Schmidt, weil du hast ja länger noch in der Pofe gelegen, ne? Achso, lag er noch im sogenannten, Sauer? In der Räuberhöhle. Ja, im Puma-Käfig. Ja, also Jakob wollte unbedingt am Samstagmorgen joggen gehen mit meinem Bruder. Ja. Und wer bin ich, dass ich da jetzt irgendwie... Ich muss ihm ja nicht zuwinken, ne? Genau. Und dann habe ich gedacht, da schläfst du noch, bis er vom Joggen kommt. Aber das ist doch sehr hügelig da. Ja, das war auch todesanstrengend. Das ist geil. Also und der Bruder von Schmidt, muss man sagen, ne, wenn du der Spider-Man... Dieter Baumann ist deine dicke Nuss gegen. Wenn du der Spider-Man mit dem schwarzen Anzug bist, ist er der normale Spider-Man. Ne? Und, der ist fit. Und der ist richtig losgeflitzt, ne, habe ich gehört. Ne? Ja, total. Der hat mich fix und fertig gemacht. Und ich habe dann mit Eltern Schmidt schon nett gefrühstückt und geplaudert dann. Und Schmitty hat da noch geratzt. Das war eine absurde Situation, weil wirklich, ich bin gerade aufgewacht, komme runter, da hat er schon der fünfte Leona weg drin. Ja, ja klar. Ja. Und sitzt da mit meinen Eltern im Köpfchen. Geplaudert. Ne? Ja, das ist war richtig schön. Das ist wirklich irre, wenn man Black Mirror. Wenn man irgendwie mit Eltern von jemandem, in dem Fall deinen, oder auch wenn ich bei meinen Eltern bin, man ist automatisch wieder ein Kind. Also ist egal, wie alt man ist, weil wir sind ja eindeutig Erwachsene, aber so in der ganzen Ansprache, das ist so. Ne? Das geht aber auch nur, wenn Eltern wissen, was ihr Job ist. Und wenn Eltern wissen, wie man richtig gute Eltern ist. Und ich kann sagen, glaube ich,
dass deine Eltern, soweit ich sie kenne, ich bin nicht ihr Kind, aber kurz knapp davor, zumindest in der Art und Weise, wie ich behandelt werde, und das finde ich gut, deine Eltern sind wirklich mit Abstand die besten Eltern, die man sich so wünschen kann, weil die so hundertprozentige sehr gute Eltern sind. Und dann kann man auch, selbst im fortgeschrittenen Alter, du mit deinen 53 und du mit deinen 58, kann man immer noch Kind sein. Ja. So, und das funktioniert bei deinen Eltern, weil die genau ihren Platz in dieser Familie kennen und sehr gut ausfüllen. Also wenn du damit meinst, dass ja, das soll jetzt nicht herzlich. Und ich glaube, kümmern, meine Eltern haben nie verwechselt, dass sie jetzt nicht meine besten Freunde sind. Das meine ich. Ich glaube, das meine ich, genau. Sondern es war immer klar, das sind meine Eltern mit allen Vor- und Nachteilen. Also manche Sachen erzählt man ihnen lieber nicht, weil es Eltern sind. Ja. Manche erzählt man sehr gerne oder manche Verhaltensweisen hat man da. Ja. Und es war immer klar, also es war nie. Ja, es klingt jetzt so blöd, aber ich meine es gut. Also es war nicht die Augenhöhe im Sinne von, ich sitze da jetzt mit meinen Best Buddies. Das befremdet mich immer, wenn ich so, wenn ich manchmal so Kinder-Eltern-Verhältnis sehe, wo man wirklich denkt, die gehen jetzt zusammen in einen Club und sowas. Also ja, es gibt furchtbar. Solche. Ja, furchtbar. Das muss nicht sein. Also mein Vater, wenn der irgendwo war, um mich da auszusortieren und da vor allen Leuten da am Ohrläppchen rauszuziehen und zu sagen, kommst nach Hause, du Idiot. Ja. Das ist schon mal passiert. Nicht oft, aber als hinterm Pferdestall mal die Flasche Wodka gefunden wurde, da waren wir dann nicht mehr beste Freunde. Nee. Und es gehört genauso dazu. Und genauso ist es jetzt halt irgendwie, dass sie sich sehr freuen, wenn der Bub nach Haus kommt, ne? Wie ihr es genannt habt. Und dann, das war so aufregend für die, die erholen sich da 2 Jahre nicht mehr. Als dann das ganze Drehteam noch von Weltmeer Berlin bei uns auf einmal im Garten stand, das war für mich wirklich Twilight. Wie bei Loriot, ne? Wir müssen hier mal einen Durchbruch machen. Ja, das war das irgendwie so, ja. Das stimmt. Naja. Also das Einzige, was ich sagen muss, es gab nur einen Moment, da habe ich, also es war ganz herrlich, aber ich habe deinen Vater am Sonntag, habe ich ihn enttäuscht. Weil es war ja so, dass wir am Samstag waren wir auf dem Bett, wir waren schön essen in Saarbrücken und dann also irgendwie hat sich der Abend so hin verwickelt, dass wir dann erst um 4:30 zu Hause waren. Ne? Mhm. Und da waren wir so ein bisschen mitgenommen noch von dem Abend und am nächsten Tag sind wir in die Pfalz gefahren mit deinen Eltern und zum Abendessen habe ich deinem Vater zufolge, glaube ich, ein Glas Wein zu wenig getrunken, da war er enttäuscht. Kummer bereitet. Ne? Da habe ich wirklich Kummer bereitet. Du hast den Rotwein nicht probiert. Ne? Ja. Und das hat er dir sogar als erstes erzählt. Naja, das war das erste. Das hat er im Kummer bereitet. Ja, mit ausgestreckten Armen auf die Straße gelaufen, fast vors Auto. Ja. Und gesagt, was ist jetzt denn so wichtig? Und dann kam die Story. Ja. So, Leute, ich muss jetzt weitermachen. Also ich könnte euch noch stundenlang zuhören, wenn ich nur Lust hätte. Ich muss jetzt tatsächlich mal loslegen hier, weil ich habe ja nun, nicht so einen Beruf wie ihr. Dass man hier noch nur mal ein bisschen hier so ein paar Excel-Tabellen nach von links nach rechts schiebt. Ne? Ich muss jetzt mit den Ziegen üben, die Bryan Adams-Hits einzustudieren. Ja. Ich muss jetzt endlich mal den Boss da erledigen, ne? Du musst jetzt zurück. Du musst zurück in deine Elden Ring? Deine Fantasiewelt da. Ja, ja. Genau, okay. Also, ihr geht Margit alle wieder. Margit der Schreckliche oder so heißt er. Aha. Oh, ich sag Margit? Margit. Ach, Margit. Mhm. Ja. Na gut. Weil es ist immer, wenn er springt, muss man die Rolle unten drunter durch, dann von hinten 3 Schläge, aber mit dem 3. Schlag wieder weg. Dann kommt er so angeslidet, musst du zurückrollen und du nach rechts rüber. Ich kann und will nicht näher darauf eingehen, aber ein Großteil meines Privatlebens besteht darin, mir anzuhören, wie irgendwelche Computerspiele gehen. Also bitte, verschub mich. Ich möchte jetzt Feierabend machen für diesen Podcast hier. Und wir haben aber jetzt gleich, wenn also praktisch hier Baywatch Berlin beendet ist, liegt mir eine Sache sehr am Herzen, die ich gerne nochmal machen würde. Und das ist nochmal etwas aus der vergangenen Woche Late Night Berlin. Wir haben ja letzte Woche die erste Folge Late Night Berlin gemacht. Das haben wir unter einem bestimmten Motto gemacht. Das haben wir natürlich der Weltlage geschuldet, thematisch ausgerichtet an dem, was wir und vor allem die Menschen, die es ganz direkt betrifft, gerade erleben müssen, nämlich ein schrecklicher Krieg, der von Russland ausgehend den Überfall und den immer weiter fortführenden Krieg in der Ukraine gerade den Menschen dort aufzwingt. Und ich habe zu diesem Zweck letzte Woche bei Late Night Berlin mit Wladimir Klitschko sprechen können. Wir haben das hingekriegt mit Videos, die wir uns hin und her geschickt haben, so eine Art Interview zu machen. Wir haben das gezeigt. Und das sind Aussagen und Eindrücke und Beschreibungen der
der Gefühle, die also immer noch sehr aktuell sind und es vermutlich leider auch noch ein bisschen bleiben werden. Deswegen würde ich jetzt die Gelegenheit nutzen und die Audiospur dieses Interviews jetzt im Anschluss an dieser Ausgabe Baywatch Berlin nochmal zu zeigen und nochmal hier für euch bereitzustellen. Er erwähnt, und das kann ich vorab sagen, zwischendurch einen Kontakt, das ist der Kontakt zur National Bank, das ist also tatsächlich die Staatskasse in Kiew, die auch betreut und verantwortet wird von seinem Bruder Vitali Klitschko, der Bürgermeister ist in Kiew. Und da geht es eben darum, dass ganz viel Spenden überall natürlich sehr dringend gebraucht werden, aber eben auch dort, das ist ihm da sehr wichtig als zentrale Aussage, um Kiew und die Strukturen, die öffentlichen Strukturen weiter aufrechtzuerhalten. Polizisten, Beamte, Ärzte, Menschen, die dort dafür sorgen, dass das Leben, soweit es geht, trotz des Krieges irgendwie weitergehen kann. Und das wird er dann nochmal besprechen. Die Details und die genauen Daten und so weiter, die findet ihr bei uns in den Shownotes. Also wundert euch nicht, wenn ihr da diesen Bankkontakt seht. Das ist ganz schön viel auf einmal. Aber wenn ihr die Informationen alle habt, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, da direkt hinspenden. Und die Klitschkos garantieren dafür, dass das da ankommt, wo es ganz dringend gerade gebraucht wird. Deswegen kommt jetzt nochmal das Interview. Nach dem Interview gibt es nochmal einen Aufruf. Da werde ich aber dann nochmal mich hier dazu melden. Wir haben jetzt direkt zum Beginn die Möglichkeit, mit jemandem ganz Besonderes zu sprechen, der momentan unter sehr schwierigen Umständen seine Tage verbringt und seine Zeit. Es ist Wladimir Klitschko. Wir können jetzt mit ihm sprechen. Sein Bruder Vitali ist Bürgermeister von Kiew. Für beide gibt es keinen Zweifel. Sie müssen jetzt in der Ukraine sein. Und ich sage guten Abend, Wladimir Klitschko. Hallo, liebe Zuschauer von Late Night Berlin. Hallo, liebe Klaas. Vielen Dank, dass du mir wertvolle Sendezeit gibst. Ja, vielen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, unter diesen katastrophalen Umständen mit dir zu sprechen. Aus eurer Sicht, was kann den Krieg stoppen und wie viel Hoffnung sollte man jetzt in diese Verhandlungen stecken? Um ehrlich zu sein, dieser Krieg hätte nie beginnen dürfen. Dieser Krieg ist ein absoluter Anachronismus und die faule Frucht eines kranken Gehirns. Wann sollte ein Krieg beendet werden? Normalerweise, wenn die Kriegsziele erreicht sind. Aber Putin hat große Kriegsziele. Er will nicht nur den Donbass oder Kiew. Er will auch Moldawien und Georgien und die baltischen Staaten. Und er wird immer Ausrede finden, um Polen anzugreifen. Für Putin sind Friedensverhandlungen ein Ablenkungsmanöver, um einen Krieg zu führen. Natürlich wollen wir Frieden. Wer will den Frieden nicht? Natürlich können wir verhandeln, aber wir werden niemals unsere Sicherheit gegen unsere Freiheit verhandeln. Ich werde jetzt einfach noch mal ein paar Fragen ganz schnell stellen, weil es nicht so einfach ist, diese Kommunikation natürlich zu haben, wie man sich vorstellen kann. Die Hilfsbereitschaft und die Anteilnahme am Schicksal der Ukrainer ist in der Welt und auch in Deutschland riesengroß. Was können die Menschen, und das ist die große Frage, die sich hier viele Menschen stellen, aus der Ferne denn am besten tun, aus deiner Perspektive, um Hilfe zu leisten? Das ist großartig. Diese Hilfe ist ein echter Lichtblick in diese Tragödie. Vielen, vielen Dank. Weitermachen. All diese Unterstützung aus der Bevölkerung ist wichtig, um Druck auf Putin auszuüben. Wenn die Russen den Mut haben, demonstrieren zu gehen, dann sollten wir das auch in ganz Europa tun. Und wir brauchen materielle Unterstützung. Meine langjährige Weggefährtin Tatjana Kiel hat unter We Are All Ukrainians eine Taskforce ins Leben gerufen. Heute möchte ich einen Aufruf starten. Im Namen der Einwohner von Kiew. Denn ein Einwohner fehlt es an allem, wirklich an allem. Wir müssen die Infrastruktur der Stadt aufrechthalten und die Beamten und Ärzte der Stadt bezahlen. Die Stadt Kiew hat ein offizielles Konto. Schicken Sie dorthin Ihre Spenden. Sie werden Ihr Ziel erreichen. Ich kenne den Bürgermeister ziemlich gut, das können Sie mir glauben. Er ist ein integrer Mann. Also, liebe deutsche Fernsehzuschauer, liebe Brudervolk, spendet. Danke. Wir haben die Kontoverbindung für eben dieses Konto, was Wladimir gerade besprochen hat, hier jetzt eingeblendet. Und ihr könnt euch das Ganze auch nochmal auf latenightberlin.de anschauen und dann habt ihr da alles. Und alle Infos findet ihr und dann könnt ihr dahin das Geld überweisen und dem Aufruf von Wladimir jetzt folgen. Wladimir, habt ihr Hoffnung und woher nehmt ihr diese? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Inzwischen sind es die Ukrainer, die sterben. Das tut extrem im Herzen weh. Aber Putin mag jeden Stein in Kiew zerstören. Unsere Wille bleibt ungebrochen. Unsere Stärke ist unsere Hoffnung. Die weltweite Solidarität gibt uns zusätzliche Kraft.
Wir wissen, dass die ganze Welt das nicht zulassen wird und dass sich sogar das russische Volk erheben wird, weil es tief in seinem Inneren die gleiche Freiheitsbestrebungen wie das ukrainische Volk teilt. Wie die Hoffnung am Leben hält, der Beispiele Mut der kämpfenden Ukraine. Wir wissen, wofür wir kämpfen. Für unsere Souveränität und unsere Freiheit. Und wir kämpfen auch für die Freiheit Deutschlands und Europas. Und das erfüllt uns mit Stolz. Slava Ukraini! Das war gerade das Interview von Wladimir Klitschko von Late Night Berlin, der aus Kiew die aktuelle Situation beschrieben hat. Und jetzt sehen wir nochmal eine langjährige Weggefährtin von den Klitschkos. Sie ist die CEO der Klitschko Ventures, also der Firma, die ganz maßgeblich beteiligt ist an allem, was die Klitschkos außerhalb des Boxrings jemals gemacht haben. Ist also eine sehr enge, vertraute und sehr wichtige Person in diesem Kosmos. Und sie bringt nochmal für sich auf den Punkt, wo es gerade mangelt, wie man helfen kann, und fasst das nochmal in aller Prägnanz in ihren Worten zusammen. Sie heißt Tatjana Kiel und das hören wir jetzt. Wir hören uns bei Baywatch Berlin in der nächsten Woche wieder. Danke. Ende. Es gibt gerade die eine Frage, um die sich alles dreht. Was kann ich als Einzelperson wirklich ausrichten? Und ihr habt leider mir gerade gehört. Geht auf die Straße, wenn ihr könnt. Spendet Geld, wenn es euch möglich ist. Zeigt über Social Media, dass es nicht in Ordnung ist, was in der Ukraine gerade passiert. Zeigt Haltung und vor allem diskutiert am Abendessenstisch mit euren Kindern darüber, was Freiheit und Demokratie wirklich bedeutet. Vielleicht der wichtigste Punkt, lasst uns versuchen, die russische Propaganda aufzulösen, zu diskutieren und zu zeigen, dass die Propaganda Propaganda ist, aber nicht der Wahrheit entspricht. Ich möchte euch danken für das, was ihr alles schon bereits getan habt und was ihr noch tun werdet. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.